Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zu einer neuen Age of Sigmar Battletome Review. Dieses Mal bin ich wieder da. Avi hat mich gelassen, netterweise. Und ja, übrigens, Avi ist auch wieder da. Hallo Avi. Wunderschönen guten Morgen. Ja, die geballte Kompetenz, also du, sind wieder hier im Podcast versammelt. Und heute geht es natürlich, wir hatten es ja schon letztes Mal angedeutet, um die Idoness Deepkin. Und mein Gott, bin ich froh, dass das nicht so ein Autounfall war wie ist das nicht so ein Autounfall wie der Fire Slayers Battletome. Ja, gucken wir mal, was die Zuhörer hören hier. Oh Gott. Avi zerreißt ihn. Aber bevor wir das natürlich machen, es ist sehr früh noch. Dementsprechend werden wir hier nichts Alkoholisches trinken, beziehungsweise du ja eh nicht. Was trinkst du denn heute? Möchtest du raten? Eine Mio Mio Cola Zero? Ha, erwischt, nein. Diesmal nicht tatsächlich. Ich habe mir diesmal wieder einen Vostok Tannenwald gegönnt. Da musst du mir nachher mal sagen, wie das schmeckt, weil ich habe gar keine Vorstellung davon. Ich mag es halt sehr gerne. Es ist halt eine Kräuterlimo, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einem Dudler. Nur nicht ganz so süß. Okay. Das klingt schon mal gar nicht so schlecht tatsächlich. Sagst du, das ist wieder ein Bildungsauftrag für mich, dass ich, wenn ich den mal sehe, hier irgendwie mal mitnehme und probiere? Ja, ich weiß nicht, ob du das siehst tatsächlich. Ich glaube, das ist ja auch relativ, das ist halt ein Berliner Unternehmen, die, glaube ich, gar nicht so groß sind, dass sie so exportieren. Ach so. Mit Yucca-Extrakt, Fichtennadelöl, Tigerwurzel-Extrakt. Läuft bei denen. Das klingt fast gesund. Ja, ich kann nur noch sagen, wie viel Zucker drin ist, wenn du möchtest. Okay. Das sind 8,8%. Also. Alter, okay, ja. Ja, ich habe einen Tee hier und zwar einen Pfirsich-Mango-Tee und ja, der ist ja bei mir auch inzwischen ein Dauerrenner, schmeckt immer noch und dieses Mal habe ich es dann auch nicht vergessen. Das ist das Wichtigste. Ja, nicht, dass hier komische Sachen passieren. Richtig. Es könnte ja sein, dass meine Seele heute noch geraubt wird und in irgendeinen Elfenfötus eingesetzt wird. Ja, apropos Elfenfötus. Es geht um die Idoneth Deepkin, ich habe schon angekündigt. Und ja, ich muss sagen, als Idoneth-Spieler und auch wenn man versucht, es objektiv zu betrachten, ich finde, das ist eigentlich hier ein Buch par excellence, wie Games Workshop bitte weitermachen soll, weil sie haben hier meiner Meinung nach fast alles richtig gemacht. Oder wie siehst du das? Ist auf jeden Fall ein sehr rundes Buch, finde ich. Also es liest sich sehr interessant. Die Fähigkeiten, ich mag es ja, wenn es reaktiv ist, das hast du sehr viel. Also im Gesamten muss ich sagen, die Grundregeln super, super. Ja, kann ich auch mitgehen. Mein erster Kommentar, weißt du ja vielleicht noch, war ja sehr cooles Buch und auch nicht so OP, dass ich sagen würde, das ist halt so ein No-Brainer, wo du einfach nur sagst, okay, ich stelle meine Truppen auf und habe gewonnen. Ja, definitiv. Und wie gesagt, so sollte es meiner Meinung nach sein. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir da schon mal in die Tiefe. Wir haben dieses Mal etwas mehr Seiten als bei den Fire Slayers. Es sind 8, glaube ich, mit den Matchplay-Regeln. Aber dafür haben wir natürlich sehr viel mehr Einheiten. Es sind sogar 9. Bitte? Es sind sogar 9. Oh, es sind sogar 9. Das ist fast doppelt so viel. Starten wir mal wie immer mit den Battle Trades. Da haben sie 2 bekommen. Avi, was sind denn die Forgotten Nightmares? Die Forgotten Nightmares, da muss ich sagen, da fing es schon an. Ich finde es richtig, richtig cool. Mein Forgotten Nightmare sagt, dass Idoneth Deepkin, oder Friendly Idoneth Deepkin Einheiten, ich weiß nicht, was Enemy sein sollten in dem Fall, aber gut, nur als Ziel für eine Schussattacke gewählt werden können, wenn sie die nächste legale Möglichkeit sind. Ja. Und das finde ich ziemlich cool. Gut, mich betrifft es nicht, untoter Spieler. Beschuss habe ich sowieso nicht. Du hast jetzt Armbrüste. Ja, aber da kannst du noch nicht mal, da kann man noch nicht mal drüber diskutieren, über die nächste Einheit, über die legalste Einheit, weil die schießen ja auch durch Wände durch. Ah ja, okay. Also da ist die nächste Einheit immer die legalste Einheit. Ja. Von daher. Nee, aber das finde ich halt ganz interessant. Das heißt, du kannst wirklich dann, wenn du gegen viel Beschuss spielst, den Gegner so ein bisschen dazu kriegen,
Okay, ich stelle jetzt irgendwas hin, was ich vielleicht Opfer, so eine Opfereinheit habe oder halt eine Einheit habe, die einen dicken Rüstung hat oder so und das sowieso aushält, weil du 12.000 Schuss ohne Durchschlag hast. Ja. Und kannst den Gegner halt so dazu bringen und sagen, hier, ich schieß darauf oder mach das und dies und jenes. Ja. Muss ich auch sagen, die hat mir auch sehr gut gefallen, die Fähigkeit. Gerade gegen Einheiten, die auch über lange Distanz sehr gut schießen können. So Lumineth, Caradron. Dagegen ist es halt super. Und das können wir auch noch ein bisschen weiter ausbauen oder kommen wir später noch zu. Ja, da kannst du auf jeden Fall sagen, hier auf meine Helden brauchst du nicht schießen, da steht, keine Ahnung, als Beispiel eine Schildkröte vorne. Genau, ja. Dann kannst du versuchen, auf die Helden zu schießen, so viel willst, du darfst das nicht. Ja, genau. Super. Und das Zweite. Aber da war noch eine Frage. Ich hatte das Thema jetzt gerade mit einem Bekannten, der meinte dann, ja, man kann dann gucken und dann stellt man die hinter eine Wand. Meiner Meinung nach wäre das dann wiederum nicht möglich, weil da wird explizit gesagt, closest eligible target. Und ein Ziel, was ich nicht sehe, ist ja kein legales Ziel. Nee, richtig. Also du, das nächste sichtbare Ziel für dich. Genau. Sehr gut. Ja. Definitiv. Genau, als nächstes haben wir dann die bekannten Tides of Death. Die kennen wir ja schon aus dem letzten Battletome, die wurden hier aber nochmal teilweise überarbeitet. Und im Großen und Ganzen ist das sowas wie bei den Drukhari aus Warhammer 40k eine Fähigkeit, die von Runde zu Runde sich verändert. Und die geht in diesem Fall nach Spielrunden oder ja, Battlegrounds eben. Wir beginnen standardmäßig, ich sage jetzt bewusst standardmäßig, weil auch da können wir noch was dran drehen. Wir beginnen standardmäßig Runde 1 in der Low Tide. Die macht, dass man in dieser Spielrunde alle befreundeten Idoneth Deepkin-Einheiten als in Deckung behandeln darf. Ne? Wir hatten es ja eben schon mit drauf schießen und nur die nächst sichtbare Einheit. Dann hast du, was weiß ich, hier die dicke Schildkröte, die richtig tanken kann wie sonst was. Und dann zählt die auch noch als in Cover. Das heißt, ich kriege auch noch plus 1 auf den Schutzwurf. Dann bleibt die halt stehen mit ihrem Zweier-Safe im Endeffekt. Genau. Ne, die hat sowieso, glaube ich, einen Zweier. Ich gucke Genau, gerade mal. Die würde nur auf 1 gehen, glaube ich. im vollen Profil ein Zweier. Dann hast du selbst, wenn du mal Wucht 1 oder mal eine etwas stärkere Schusswaffe Wucht 2 hast, dann wird da halt noch auch Defense drauf gesprochen und gut ist, dann bleibt ihr da weiterhin mit ihrem Zweier stehen. Genau, ja. Genau, Low Tide, wie gesagt, für die erste Runde fantastisch. Auch für die Namati-Einheiten, das sind unsere Battleline-Dudes, die sonst nicht so richtig stabil sind. Dafür hilft das nochmal ungemein. Und finde ich im Allgemeinen eine sehr starke Startfähigkeit, muss ich sagen. Als zweites würde dann die Flood Tide kommen. Was macht die? Die Flood Tide heißt, in der ganzen, die ganze Idoneth Deepkin-Truppen dürfen in der Battleground laufen und schießen oder laufen und chargen. Wohlgemerkt, oder, nicht und oder, was jetzt für die meisten gar nicht so tragisch ist, weil entweder wollen sie schießen oder nachkämpfen, finde ich jetzt. Aber man muss dann das sich definitiv merken, weil es ja doch einige Regeln gibt, die es bei beiden erlauben. Ja. Ja, also im Großen und Ganzen dieses oder, was du jetzt eben sagtest, betrifft ja im Großen wirklich nur die großen Einheiten, also die Schildkröte, die Aale oder manche Charaktere, aber ansonsten ist es eigentlich egal, weil die in der Regel nur mit einem Waffenset ausgerüstet sind und dann ist es eh nicht interessant. Und die Haie können auch noch schießen. Ja, genau, ja. Aber sind ja die ganzen Großen. Ja, genau. Als drittes kommt dann die High Tide. Das ist die, die auch im letzten Battletome schon extrem hart war für die Armee. Und das ist es auch dieses Mal, denn in dieser Runde darf die gesamte Armee zuerst kämpfen. Das ist heftig. Das war damals schon heftig, das ist jetzt auch heftig. Mit dem Unterschied, das muss man hier anmerken, in dem letzten Battletome war es egal, welche Regeln gegriffen haben. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Slaanische Armee war, die Fight First hatte, aber eben nicht diesen Effekt und Idoneth Deepkin gekämpft haben, dann haben Idoneth Deepkin trotzdem zuerst gekämpft. Das ist jetzt nicht mehr so, dadurch, dass sie nur noch den Strike-First-Effekt bekommen. Aber ganz ehrlich, das ist egal, weil du darfst halt einfach effektiv quasi mit der gesamten Armee zuerst zuschlagen, außer gegen Slaanesh. Ja, gut, aber trotzdem hebelst du bei Slaanesh ja den hauseigenen Strike-First-Effekt dann zumindest auf. Dass Ja, der genau, du eben wechselst nur dann ab. normale Genau. Pick-Einwürfe hat. Und das macht natürlich auch viel her. Ja, absolut.
Mini-Nerf, aber meiner Meinung nach absolut keiner, der wehtut. Ja, Aptide, was macht die, Avi? In der Aptide ist es so, dass die komplette Armee dann sich zurückziehen und schießen oder chargen dürfen. Was ich halt sehr schön finde, dass du halt wirklich durch diese Tides of Death wirklich auch dieses Wellenartige drin hast. Es kommt langsam, also man sieht es noch nicht, es kommt an und dann hast du halt, wie es langsam hochgeht, wie es plötzlich schneller auf dich zukommt, dann einmal komplett auf dich hineinbricht und danach, wie es sich wieder zurückzieht. Genau, ja. Das wirkt halt sehr stimmig. Es klingt erstmal stark. Heißt dann aber auch, dass der Deepkin-Spieler natürlich versuchen wird, bis Runde 3 oder 2. Am Anfang steht er halt im besten Fall da und schießt auf dich. Aber du kannst dann vom Deepkin-Spieler davon ausgehen, dass er erstmal, unabhängig davon, wenn er es noch nicht ändert, die Reihenfolgen, sich natürlich auch an diesen Schwall hält und so der große Schlag in Runde 3 kommt. Du kannst ja versuchen, bis Runde 3 irgendwie dich aufzustellen, dich zu positionieren und so. Genau, ja. Solltest du halt auch, weil tatsächlich die meisten Deepkin-Einheiten schlagen zu wie ein Monster-Truck im Nahkampf. Und da, also, ich sag mal, es ist in der Hinsicht jetzt ein bisschen predictable, wenn du das weißt. Du weißt halt in Runde 3, wie du es eben richtig sagtest, kommt der harte Schlag. Dass du da versuchst, dich schon mal so aufzustellen, dass du da ein bisschen was rausnehmen kannst vielleicht. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, man kann da ja auch noch hin und her wechseln, ist das schon eine sehr, sehr starke Fähigkeit, meiner Meinung nach. Ich habe die Daughters of Cain haben ja eine ähnliche Tabelle tatsächlich. Die habe ich schon gesehen, die ist bei weitem nicht so potent wie die hier, muss ich sagen. Mhm. In Runde 5 würde man wieder von vorne beginnen. Das heißt, es geht wieder mit der Low Tide los. Von daher, da würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber wir haben eben, wie du schon sagst, so eine typische Ebbe-Flut-Situation, was auch sehr gut zu der Armee passt, meiner Meinung nach. Ich finde es halt schön, dass bei 5 da steht, dass man alle wiederholt. Man fängt mit der Low Tide an. Da steht auch 5+. Aber zumindest im Matchplay fällt mir keine Mission ein, die länger als 5 Runden geht. Nee, ich glaube, das ist fürs narrative Spielen, weil ich habe schon gesehen, ich glaube, im Thondia-Buch gab es Missionen, die einen Sun-Death-Modus haben, wo du dann immer weiterspielst, bis bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Ich schätze mal, dafür haben sie das mit eingebaut. Ja. Ja. Genau, dann haben wir noch eine Fähigkeit, nämlich die sogenannten Nishrin-Rituals. Und das ist ganz interessant tatsächlich. Das ist eine Fähigkeit, die wir bekommen, wenn wir eine Ishrin-Einheit dabei haben. Die Ishrin-Einheiten sind die Priester-die Magier-Kaste. Und wenn wir die mithaben und die auf dem Feld ist, zum Start der ersten Schlachtrunde, nachdem die Spieler ihre Kommandopunkte bekommen haben, wählen wir ein Ritual aus. Und das ist für den Rest der Schlacht aktiv für unsere Armee. Da haben wir die Wahl aus 4 Stück. Ich würde jetzt einfach mal das erste vorstellen. Das ist das Ritual of the Creeping Mist. Das macht, dass befreundete Idoneth Deepkin-Einheiten, die Low Tide haben, ergo in Runde 1 sind, können nicht als Ziel für eine Schussattacke gewählt werden, es sei denn, sie befinden sich innerhalb von 12 Zoll, also die schießende Einheit befindet sich innerhalb um 12 Zoll um diese Einheit, die sie beschießen wollen. Richtig geil, finde ich. Auf jeden Fall. Also gerade gegen Schießenarmeen, Karan und Overlords, die kotzen da richtig drüber, glaube ich. Und ich sage mal, man selber ist auch schnell genug, dass man dann in Runde 2 auf jeden Fall am Gegner ist. Ne? Und das gefällt mir extrem gut hier, das Ding. Ich weiß tatsächlich nicht, ob Karan und Overlords das beste Beispiel ist. Also ja, die kotzen, weil die schießen. Aber Karan und Overlords sind schnell genug, dass die Runde 1 halt, in Runde 1 halt, je nachdem, welchen Clan, welche große Stadt die spielen, dass sie in die 12 Zoll kommen. Okay. Also gerade. So, weil die dürfen ja teleportieren. Die teleportieren einfach, stehen 9 Zoll von dir weg und schießen auf dich. Ja, aber gut, dann würde ja zumindest dann schießen sie wieder. Ja, aber dann würde ja zumindest die andere Fähigkeit noch greifen, dass du auf die nächste schießen musst. Aber ja. Ja, klar, aber die kommen ja dahin, wo sie hinwollen. Also die fliegen ja, gut, hoch und wieder und stehen dann genau da, wo sie hinwollen. Gut, stimmt. Aber ansonsten eben Lumineth. Fällt dir noch eine Armee ein, die das?
Lumines, dann einzelne Zusammenstellungen von Cities of Sigma, Cruel Boys, Beschusslisten, Ja, stimmt, ja. die auf 24 Zoll da halt irgendwie schießen wollen und dann nicht dürfen. Skaven mit Also, den Katapulten und so. das Game mit den Katapulten und mit den ganzen Warp-Geschichten, die halt auch echt übel mit Mortal Wounds Ja. raushauen. Tsinj-Armeen, die irgendwie 18 Zoll mit ihren Horrors schießen. Stimmt, ja. Also da gibt es genug, die du dann damit aufbremst, auf jeden Fall in Runde 1. Ja. Das Interessante ist ja auch, das muss ich noch vorher sagen, bevor wir weitermachen. Dieses Ritual muss man ja während der Armeekomposition noch nicht festlegen. Das heißt, man kann es wirklich auf den Gegner anpassen. Und das finde ich halt eine sehr schöne Sache. Ja. Ich mag diese, ich passe es an den Gegner an Sachen. Mag ich bei den Cruel Boys auch mit der Tabelle, dass man dann sagt, okay, ich nutze diesen fiesen Trick oder so. Einfach, dass man halt nicht sich festlegen muss von vornherein, sondern guckt, okay, jetzt heute spiele ich mal gegen den, dann ist das besser. Es wird Turnier auch schön. Absolut, ja. War auch mein der Gedanke. Was ist denn das Ritual of the Surging Stream? Das ist halt, das betrifft dich bei der Fluttide, also bei dem ich möchte nach vorne Sache von den Idoneths und es gibt halt plus eins auf Run und Charge Rolls für auch wieder die komplette Armee, die von der Fluttide betroffen werden. Heißt es einfach, du gewinnst im Endeffekt 2 Zoll. Und die wenigsten Missionen haben jetzt noch irgendwie, dadurch, dass die Platten halt kleiner sind, haben halt irgendwie so am Anfang so eine Mindestdistanz von 18 bis 24 Zoll. Super, wenn das in Runde 2 sein sollte, dann bist du auf jeden Fall dran, wenn du es möchtest und der Gegner nicht gerade vor dir wegläuft. Ja, genau. Habe ich mir auch hier als besonders wichtig markiert, weil die quasi, also die zweite Runde ist halt die entscheidende, die vorbereitet, dass du in der dritten dann den Schlag landen kannst, sage ich mal. Und deswegen finde ich die sehr wichtig, die Fähigkeit. Wäre wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen meine erste Wahl. Ja. Aber letzten Endes, alle davon sind gut, das muss man dazu sagen. Die dritte wäre dann Ritual of the Deep Sight. Das bekommt man, wenn man in der High Tide ist, also in der wichtigen Runde 3. Dann bekommen alle Namati-Einheiten, das sind unsere Battleline- und Bogenschützen-Einheiten, einen 5 plus Retter. Was für sehr instabile Elf-Line gar nicht so schlecht ist. Oder wie siehst du das? Ja, also Wards, gut, ich habe das Gefühl, sie schmeißt momentan mit Wards um sich. Also gefühlt hat jede Armee jetzt irgendwie Möglichkeiten, an Wards zu kommen. Was ich. Macht die Spiele wieder länger, weil gerade mit der dritten. Ich fand, Age of Sigmar war irgendwann auch ein sehr tödliches System, wo die Einheiten auch schnell gestorben sind. Macht die ganzen. Bisschen, man hat ja ein bisschen das Gefühl, Leute werden stabiler. Mir als Untotenspieler habe ich aber das Gefühl, so das, was die Untoten und auch die Dämonen so ein bisschen ausgemacht hat, würde es verteilt auf alle Armeen. Ja. Aber gucken wir mal, was da noch kommt mit den nächsten Battletomes bei den anderen Truppen. Ich wollte gerade sagen, die Untoten haben wir jetzt erst einen. Mal sehen, was da noch kommt. Genau. Ja. Dann stell doch nochmal das letzte vor. Das Ritual of the Spiteful Riptide. Das ist halt auch wieder für die Ebb-Tide da. Das betrifft auch für die komplette Armee, nicht nur irgendwie speziellen Einheitentyp. Und das ist einfach, wenn sich Modelle oder Einheiten zurückziehen, würfelt man für jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll von der Einheit, die sich zurückzieht. Und auf 4 Plus gibt es W3 tödliche. Da kannst du halt wirklich dann beim Zurückziehen reißt du noch irgendwelche Teile von denen raus, noch irgendwelche Modelle mit oder so. Ja. Wenn die Ebbe wieder kommt. Ja, und vor allem die Ebbtide ist ja die, wo wir nach dem Rausziehen auch wieder chargen dürfen. Das heißt, man kann wirklich, wenn man irgendwo im Nahkampf gebunden ist, zieht man die Einheiten immer raus, gibt die Mortal Wounds hoffentlich weiter und geht wieder rein in den Nahkampf. Finde ich auch nicht schlecht, aber ist für mich so vielleicht das Letzte, was ich nehmen würde tatsächlich. Also am besten gefällt mir tatsächlich 2 und 3. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist. 3 finde ich schon sehr schwierig, weil wenn der Gegner das weiß, natürlich, muss es ihm auch sagen, Ja, klar, dann ja. kann er ja halt dagegen anarbeiten. Weil es halt wirklich nur auf die Namati bezieht. Kann er halt sagen, okay, dann nehme ich den Runde 1 und 2 halt die Namati raus und gut ist. Ja. Dann hast du da halt gar keinen Effekt. Ja.
Wie gesagt, das erste ist halt wirklich ganz interessant, wenn du gegen Beschusslisten spielst, dass du einfach sagst, okay, schießt du viel wild, du darfst mich eh nicht anvisieren. Ja. Ja, aber wie gesagt, als Bonus dafür, dass wir eine Einheit mitnehmen, die wir in der Regel sowieso mitnehmen, finde ich schon sehr cool, muss ich sagen. Ja, ich habe gerade mal geguckt, so teuer sind die ja auch nicht. Nee. Also es ist ein Held 150 Punkte. Ja. Da hat man immer mal Platz für. Ja, genau. Also allein für die Fähigkeit, die eine Armee übergreifend ist, sind meiner Meinung nach die 150 Punkte schon wert, unabhängig davon, von den Sachen, die wir sonst noch machen. Ja, und da haben die nämlich auch noch einiges auf dem Kasten tatsächlich, oder kommen wir gleich zu. Finde ich eine coole Sache auf jeden Fall. Und vor allem, ich finde es eben, wie du schon richtig sagtest, super, super gut, dass man sich auf den Gegner anpassen kann. Also, dass man wirklich sagt, ah, guck, ich spiele jetzt gegen Stormcast. Okay, dann nehme ich halt das und das, ne? Finde ich super. Gut, dann kommen wir mal zu den Command Traits. Und da haben wir tatsächlich einige, weil wir für jede Klasse oder für jede Kaste der Idoneth quasi eine eigene haben. Die Traits of the Achillians, das sind die normalen Kriegerkasten, also die Adelskriegerkastenhelden, sowas wie der Dude auf dem Seepferdchen, der Anglerfisch und so weiter und so fort. Hast du da eine gehabt, die dir besonders gut gefallen hat? Ich hatte gerade mal geguckt, wie viele Lebenspunkte die haben. Ja. Die haben ja einen relativ guten Save, aber es hat auch, also was hat besonders gut gefallen? Ja, natürlich gibt es immer irgendwie was besonders gut gefallen. Wenn ich meine Armee wirklich stabil nehmen will, dann ist es halt Lord of Storm and Sea. Ja. Dass man halt einfach sagt, okay, ich bin innerhalb von 12 Zoll um meinen Generaleinheit Wobei, nicht warte mal, der ist aber, vollständig. glaube ich, kein Achillean. Der ist Eidolon. Was? Ja, das ist keine Achillean-Einheit. Wer? Der Aspect of the Storm, oder wen meinst du? Nee, ich meine, der Command Trait Lord of Storm and Sea. Ach, jetzt bin ich bei dir, ja. Die sagt halt einfach, alle Einheiten, die vollständig innerhalb von 12 Zoll im General sind, da ignoriere ich halt einfach Battleshock-Tests. Ja. So, und wenn man jetzt sich die ganzen Moralwürfe mal anguckt, ist das gar nicht so verkehrt. Absolut, genau. Das war nämlich auch der Grund, weil man muss dazu sagen, die meisten Einheiten von Dynasty Deepkin haben nur eine Moral von 7, was Oder halt echt nicht weniger. viel ist. Und da einfach Battleshock-Tests auszuknipsen, ist halt wirklich gut, weil es tut halt sowieso schon weh, wenn du Einheitenmodelle verlierst im Nahkampf. Oder halt auch im Fernkampf, wie auch immer. Und dann auch noch durch den Battleshock wäre halt noch schlimmer, aber so fängt man das ein bisschen ab. Ja. Genau, man muss halt einfach dazu sagen, dass die Einheiten, so gut sie sind, halt auch wieder das, in Anführungsstrichen, Problem einer Elite-Armee haben, dass du wahrscheinlich nicht so viele Einheiten oder Modelle auf dem Feld haben wirst. Nee, richtig, Wie zum ja. Beispiel andere Spieler. Ja. Das muss man dazu sagen, das haben wir gar nicht gesagt am Anfang, dass Idoneth Deepkin tatsächlich für eine Elfenarmee extrem elitär sind. Also was heißt extrem? Sie haben weniger Modelle auf dem Feld als andere Elfenarmeen, schlagen dafür aber eben auch umso härter zu. Genau. Ja, Lord of Storm and Sea habe ich mir auch als erstes markiert. Als zweites könnte man noch Unstoppable Fury nehmen. Das macht, wenn der General durch die High Tide, also in Runde 3, Ability betroffen ist, dann darf er für jede feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll in der Kampfphase 2 zu seinen Attacken auf seine Melee Weapons, Plural, hinzufügen. Was ich schon mal gar nicht so schlecht finde, weil die machen teilweise ganz gut Schaden. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber da muss man auch wieder, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe das Grundregelwerk gerade nicht zur Hand, aber mir war so, dass Generalsfähigkeiten nur für den, wenn sie ein Reittier haben, nur den Reiter zählen und nicht für auch das Reittier. Ah, okay. Ja, stimmt, da klingelt es bei mir jetzt auch, du hast recht. Ich meine, das hatten wir letztes Mal bei den Stormcasts nachgeguckt. Und Stimmt. gut, was jetzt nicht mehr tragisch ist, weil der einfach mal trotzdem zwei Waffen hat, die ja halt jeweils Bonusattacken kriegen würden, gerade wenn da eine große Menge drin steht. Da musst du halt gucken, wenn du das wirklich nutzen willst, musst du halt auch das Risiko eingehen und nicht nur eine Einheit rein springen, sondern am besten so fünf oder so. Ja, genau, ja. Dann teilt der richtig aus,
kriegt natürlich auch wahrscheinlich danach die auf die Schnauze. Ja, wenn du die Sachen nicht tötest, dann ist er wahrscheinlich hinterher kaputt. Genau. Ja, Born from Agony finde ich jetzt nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Dafür haben sie zu wenig Lebenspunkte. Also, damit Ja, genau. sozusagen, Born von Agony heißt einfach, in der Battleshock Phase würfel ich und auf der 6 hat er halt alle Lebenspunkte wiedergekriegt. Genau. Aber dafür ist es zu unreliable und er hat halt zu wenig Lebenspunkte, als dass er das wahrscheinlich jemals überlebt. Von daher Müll. Gehen wir mal zu den Ischuln rüber. Was hast du dir denn bei den Ischuln? Ich habe schon eine Vermutung, was du dir bei den Ischuln markiert hast, aber was hast du denn bei den Ischuln, also den Magiern und Priestern markiert? Also da habe ich mir eigentlich eher was markiert, um zu sagen, dass ich es einfach nur komisch finde. Und zwar komisch finde ich den Merciless Raider, der einfach sagt, bei einem Hit-Roll, beim Unmodified Hit-Roll von 6 trifft die Attacke automatisch. Finde ich Wundert so automatisch. verwundet automatisch, genau. Finde ich insofern komisch, weil alle anderen Völker haben dann die Sache, bei einer 6 sind das tödliche Wunden. Also Ja. der Gegner kann nicht mal was gegen tun. Das haben sie sich einfach gespart. Ja. Also, ich fand es dann halt eher komisch von der Formulierung. Ja. Also tatsächlich, wenn, dann würde ich es nur auf den Tidecaster spielen, diesen Merciless Raider. Das Problem ist halt aber auch einfach, dass die im Nahkampf halt alle nichts können, weil es halt Magier sind. Dann wundet er automatisch, ja, das Problem ist halt nicht das Wunden auf 3 plus, sondern das Treffen auf 4 plus. Und von daher verstehe ich nicht ganz, was sie mit der Fähigkeit erreichen wollen. Ja, vor allem dann, aber dadurch, dass er halt nur wundet, ist es immer so, dass der Gegner immer noch sein Safe hat. Also, Ja, auf jeden Fall, genau, du ja. sparst dir halt einen einzigen Wurf. Ja, genau. Und, ja, ich weiß nicht. Fand ich halt Ja, hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, muss ich komisch. sagen. Man kann ja auch mal Sachen erwähnen, die vielleicht nicht ganz so cool sind. Ja, auf jeden Fall. Da mache ich jetzt die Sachen, die cool sind. Und zwar die Teachings of the Turrskull. Das war früher ein Zauber. Oder nee, das war ein Gebet im letzten Battleturm. Und das ist jetzt ein Warlord Trait. Und der macht, wenn dieser General auf dem Spielfeld ist, dann darf ich, bevor die erste Runde beginnt, die Tide of Death-Tabelle umdrehen, wenn man so möchte. Da mag man erstmal denken, ja, aber warum? Weil, ne, dann würde ich ja in der zweiten Runde das zurückziehen und chargen kriegen und sowas. Ja, aber ich habe in der Hinsicht vor allem dran gedacht, Slaanesh. Super schnell in der ersten und zweiten Runde oder na, wie heißen sie? Die Gloomspite-Gates, die auch sehr, sehr schnell sind, zum Beispiel. Orks können ja nach wie vor auch immer noch da Jump machen, zum Beispiel. Oder ja, mein Gott, hilf mir, Sprünge, was gibt es noch für schnelle Armeen? Flesh-Eater-Cords. Wenn der Gegner dich in Runde 2 zuerst wahrscheinlich binden wird, was man ja in der Regel schon absehen kann. Oder hier Soulblight Gravelords haben wir auch sehr, sehr schnelle Einheiten teilweise. Was? Würde ich nicht. Nein. Nein, na nie. Ich war gerade auf dem Turnier. Da war es halt so, ich war eigentlich immer in Runde 1 bei meinem Gegner drin. Ja, das ist dass man da dann die sagen kann zum Start des Spiels eben, ja, pass auf, ich drehe die Tabelle um und kann mich dann in Runde 2 halt rausziehen und dann wieder chargen oder schießen eben. Finde ich ganz gut, dass man diese Flexibilität noch hat. Ich würde wahrscheinlich immer, wenn die Möglichkeit besteht, einen zweiten Waller-Trade zu verteilen, immer den mitnehmen, weil, wie gesagt, den Ishran hat man sowieso mit, weil die Zauber eben auch alle gut sind, die die haben. Und alleine wegen diesem Buff. Und dementsprechend, warum nicht dieses Türchen offen lassen, sage ich mal. Man muss es ja nicht nehmen, aber zumindest, also lieber haben als brauchen eben, ne? Gerade wenn man aufs Turnier fährt. Finde ich. Ja. Dann, was war der Hunter of Souls? Ich gucke gerade nochmal drauf. Ja. Ja. Kommen wir mal zu den Eidolons. Was hast du denn bei den Eidolons? Das sind der Aspect of the Sea und Aspect of the Storm. Unsere beiden großen Typen mit dem Wasserumhang. Extrem schöne Modelle. Ja, aber ich finde tatsächlich, da muss ich sagen, die haben die gefühlt schlechtesten Trades Ja. bekommen. Ja. Wo ich mir denke, ja, dann gibt es keinen Grund, wenn ich die anderen Modelle eh mit habe, warum ich denen jetzt eins davon geben sollte. Ja. Also das einzige, keine Ahnung, Nightmare Legacy wäre dann bei mir, das ist Aspect of the Storm. Auch der darf nur haben.
Das heißt, die ist sogar doppelt eingeschränkt, der Command Trait. Und dann darf der halt ein Monstrous Rampage machen. Auch wenn er kein Monster ist. Genau. Was Ja, ganz das gut ist. ist, weil er, also die haben das Datenblatt ja auch nochmal erheblich aufgepusht. Also die waren ja im letzten Codex oder im letzten Battletome waren die halt leider komplett Schmutz, die beiden. Gut, den kannte ich nicht. Die sind jetzt deutlich besser geworden. Die Monstrous Rampage kann da helfen, aber wie du schon sagst, warum sollte ich denen das geben, wenn ich die anderen Sachen habe eben, ne? Genau. Ja. Ich habe hier noch den Ancient Pride. Für jeden, also die kriegen quasi eine Mini-Transhuman. Jeder unmodifizierte Trefferwurf von 1 oder 2 im Nahkampf schlägt automatisch fehl und die Attackensequenz endet. Ist nett, aber tatsächlich die meisten Einheiten treffen ja sowieso auf die 3 oder auf die 4, von daher. Ja, aber da muss man dazu sagen, das ist unmodifiziert. Das heißt, selbst wenn der dann All Attack drauf macht auf seine Fähigkeit, auf seine Kreatur, die halt irgendwie auf die 3 treffen würde, Ja, gut. wäre die zweite immer noch fail. Gut, das ist richtig, ja. Also es nimmt halt im Endeffekt dann auch was raus. Ja. Ja. Endless Sea Storm fand ich richtig Müll. Ja, Würde ich jetzt auch erstmal weglassen, oder wie siehst du das? das weg. Ja. Dann kommen wir zu den Artefakten. Da haben wir auch wieder eine Wagenladung voll. Achillean, unsere Lieblingshelden in Anführungsstrichen. Da, oder nee, ich war Mach, eben mach, dran, jetzt mach, bist mach. du dran. Nein, mach ruhig. Okay. Hab ich mir das Potion of Hateful Frenzy rausgesucht. Wir kennen das ja tatsächlich von Nurgle auch schon, diese Tränke, die sich einmal reinböllern können im Spiel, einmal pro Schlacht eben. Macht man das in der Heldenphase und der Träger kann dann diese Flasche trinken. Und wenn du das machst, dann darfst du bis zum Ende des Zuges 1 zu Treffer und Wundwürfen für Attacken des Trägers machen und einen auf die Attackencharakteristik der Nahkampfwaffen addieren und 1 zu Rennen und Chargenwürfen zum Träger dazu machen. Wenn man das aber gemacht hat, dann kriegt er zum Start der nächsten Heldenphase D3 tödliche Wunden und darf nicht einpeilen. Das ist schon mal nicht schlecht. Also gerade wenn man irgendetwas richtig tot haben muss, kann man damit. Vor allem die Frage ist jetzt: Stackt das mit Our Finest Hour? Ja, indirekt. Also ganz klar, theoretisch steckt es mit plus 1 auf Wound Rolls, aber am Ende der Rechnung darf halt immer nur plus 1 stehen. Ja. Also kriegst dann nicht plus 2 aus der Wunden am Ende. Nur wenn der Gegner noch einen Effekt hat, der dir das verringert. Ja. Aber das ist halt einfach so, du musst halt gucken, wo landest du, rechnest das alles zusammen und am Ende darf halt maximal plus oder minus 1 da stehen. Ja. Also über 40k. Na gut, dann muss man es ja nicht zwingend kombinieren. Aber an und für sich macht man damit halt den Helden für eine Runde im Nahkampf zu einem Berserker. Finde ich sehr, sehr stark die Fähigkeit. Kann auch nach hinten losgehen. Ja, kann es. Aber an und für sich fand ich das mit die beste Sache. Oder wie siehst du das? Also gerade wenn man, es kann nach hinten losgehen, gerade wenn man es auf den Dude zum Fuß spielt, Ja. weil der halt auch nur 5 Lebenspunkte hat und sich dann im schlimmsten Fall fast selber umbringt. Genau, ja. Aber wobei man sagen muss, der Anglerfisch ist trotzdem gar nicht so schlecht im Nahkampf, ne? Also es lohnt sich schon, wenn er ankommt. Jeden Fall. Ja. Ja, ich hätte tatsächlich für mich den Armor, die Rüstung rausgenommen. Armor of Sitai. Der sagt halt, unmodifizierte Trefferwürfe von 6, die dich targeten, da ignorierst du halt alle Bonuseffekte. Und es gibt sehr, sehr viele Waffen und Völker, die Bonuseffekte auf die Sechsten haben beim Treffen. Alleine Nörgel mit den Disease Points, ne? Nörgel mit den Disease Points, viele Geistereinheiten, Begleiter, Geisteinheiten, die dann Mortals verteilen, viele andere Armeen, die auf die Sechsten Mortals verteilen, Bone Reapers, die auf die Sechsten beim Treffen die explodierenden Waffen haben und sowas. Das wird alles ignoriert. Ja. Ja, ist auch nicht schlecht, das stimmt. Oder zum Beispiel, ach nee, gar nicht, das war beim Verwunden.
Ich wollte sagen, der Bloodthirster bei Korn, aber das war beim Verwunden. Ja, genau, stimmt. Aber hier sind es nur Trefferwürfe, ja. 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 Aber es ist trotzdem auch sehr, sehr stark, auf jeden Fall. Wäre auch auf jeden Fall das zweite Relikt, was ich mitnehmen würde, wenn, wenn man das dazu kriegt. Die Disharmony Stones fand ich auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde es geil. Ja, eigentlich Da schon. müssen wir auch drüber reden, weil ich find die Grundart richtig, richtig geil. Ja, dann erzähl doch mal, was machen die denn? Einmal pro Schlacht kann man die nutzen. Zu Beginn seiner eigenen Heldenphase, und dann wählt man zwei feindliche Helden innerhalb von 12 Zoll von dem Träger. Und dann darf der Gegner entscheiden, was denn passiert. Ja. Auf 3 plus. Man würfelt für entweder man würfelt für jeden Helden, auf 3 plus kriegt jeder Held eine tödliche Wunde. Ja. Oder man würfelt für jeden Helden, auf 5 plus gibt es W3 tödliche Wunden. Oder man sagt, ey, meine Helden haben noch so viele Lebenspunkte. Ich ignoriere das jetzt im Endeffekt und dann würfel, ich kriege automatisch W3 Lebenspunkte, dafür kriegst du auf die 4 plus auch W3 Lebenspunkte. Genau, ja. Finde ich von der Grundart her total geil. Dass man halt auch mal hier so eine Fähigkeit hat, wo so eine Art Kommunikation entsteht. Ja, das stimmt. Ebenso, ne, der Gegner wählt das kleinere Übel für sich. Ja, oder das Größere für dich. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich ganz charmant, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall eine lustige Fähigkeit. Wenn ich zum Beispiel Helden dann hier habe, die noch genug Lebenspunkte haben, könnte ich mir vorstellen, dass ich einfach den dritten Part nehme, dass ich automatisch Schaden kriege und mein Gegner vielleicht auf die 4 plus dann W3 Schaden kriegt, weil ich für mich jetzt überlege, okay, als nächstes taktische Missionsziel möchte ich den gegnerischen Helden töten. Ja, genau. Und dann hat Ja, der vielleicht schon ein oder paar Runden bekommen. genau, oder halt im, ich sag mal, als Nurgle wieder als Beispiel, wo du dann 5 plus 4 no pain hast, dass du einfach sagst, komm, ich nehme die. Im Idealfall kriege ich nur eine oder so. Und dann kann ich eben dem Helden noch Schaden machen, wie du schon richtig sagtest, ja. Ich mag die. Ich auch, muss ich sagen. Also die Akelion-Artefakte sind wirklich cool. Dann kommen wir zu den Eidolon-Artefakten. Die sind, Überraschung, Überraschung, auch nicht so richtig spannend. Da habe ich mir hier den Krakentooth rausgesucht, den Krakenzahn. Einmal pro Schlacht in der Schussphase wählst du eine feindliche Einheit innerhalb, so, von 12 um den Träger, der sichtbar ist, das ist wichtig, und wirft einen Würfel. Bei einer 1 bekommt man selber D3 tödliche Wunden, weil niemand bindet den Kraken. Bei einer 2 bis 5 bekommt der Gegner D3 tödliche Wunden. Und bei einer 6 bekommt der Gegner mit einer Wundencharakteristik von weniger als 10, entweder ist das Modell sofort tot, oder wenn es mehr als 10 Lebenspunkte hat, bekommt es 2 bis 6 tödliche Wunden. Ja, das ist schon ziemlich cool. Ja. Also gerade auch für kleine Helden oder so, ne? Du, selbst wenn du nur die D3 tödlichen Wunden machst, ist schon gut. Wenn du aber das Glück hast, eine 6 zu würfeln, dann ist er halt sofort tot und kann er ja das nicht ignorieren. Weil, ne, wir hatten ja schon mal das Beispiel damals mit Manfred von Karstein. Ich habe die Wunde jetzt ignoriert, deine Kornaxt geht nicht durch, dass der quasi tot ist. Das hast du hier halt nicht. Weil du, hier kriegst du ja keinen Schaden, du bist einfach tot. Ja, gut, ja, prinzipiell ja, aber bei Manfred würde ich das in dem Beispiel nicht geben, weil der 11 Lebenspunkte hat. Wer da was? Weil der 11 Lebenspunkte hat. Ja, nee, gut, aber es gibt ja auch kleine Modelle, die Ja, solche Fähigkeiten haben, ne? genau. Und die werden halt einfach, oder dann umgehst du halt diese Mechanik und die sind halt einfach instant tot. Ja, Was ich sehr schön es sei finde. denn, es sind irgendwie Sondermodelle, wie zum Beispiel Gotrek, der ist 0. Ja, nee, Gotrek ignoriert ja diese Fähigkeiten. Genau. Ja, aber ich sag mal, was sind denn so kleine, richtig gefährliche Einheiten? Ja, die Stormcast-Helden, die kleineren, zum Beispiel auf Drache mit 9 Lebenspunkten. Oder die Iron Jaws, hier der Megaboss zum Beispiel. Oder von den Cruel Boys, die, oh Gott, wie heißt denn der? Smasher-Boss oder irgendwie sowas, wie heißt der? Du meinst der auf dem Hund? Ja, genau, der hat nämlich, meine ich, auch nur 9 Lebenspunkte. Glaube, er hat unter 10, ja. Ja, die sind ja auch relativ gefährlich. Dass man die halt damit mit einem Schuss quasi rausnehmen kann und ansonsten halt Schaden macht. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Hast du noch eine andere von den Sachen?
Ja, die Bioshock Shell fand ich halt noch ganz interessant, wenn überhaupt. Wenn man halt ein Artefakt über hat, was man nehmen kann, das kann man einmal pro Schlag zünden in der Nahkampfphase. Wählt dann einen feindlichen Helden innerhalb von 9 Zoll und würfelt mit 3W6, wenn man über seinen Moral kommt. Dann kriegt der Helden die Strike Last Effect. Ja. Also, wenn du halt irgendeinen dicken Nahkampfhelden dabei hast, kannst du das halt versuchen, um zu sagen, ja, du machst aber erst, wenn alles andere durch ist. Ja. Ich finde halt den Wurf, der hat mich davon abgehalten. Also Once per Battle ist sowieso schon für mich eine starke Einschränkung. Und dass du dann die Moral noch überwürfeln musst. Weil das funktioniert nicht bei allen Armeen. Ne, ich sag mal, Bone Reaper, die immun sind gegen Moral, haben die überhaupt Moralwert? Ja, haben sie 10. 10, ja, aber muss ja erstmal über 10 kommen, ne? Das sind aber 3 bis 6, die da hast, also. Ja, trotzdem. Also ich kenne mich. Von daher ist mir das zu viel Wenn und Aber für eine Fähigkeit, die ich nur einmal pro Schlacht benutzen darf. Definitiv, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich würde das auf jeden Fall nehmen, nur wenn man die Artefakte irgendwie über hat und Ja, klar, ja. keine Ahnung, ich weiß nicht, gab es da Nebencharaktere überhaupt, dass man irgendwelche Sachen hat, wo man die sich nutzen dürfte. Wenn man die eh über hat. Ja. Das wäre jetzt keine Erstwahl, da gibt es andere Sachen. Nee, ja. Aber auch, ich muss zugeben, auch der Krakenzahn wäre keine Erstwahl für mich. Sondern du hast ja sowieso in der Regel einen Akilien-Helden dabei und dann würde ich dem das geben. Genau. Ja. Genau, dann kommen wir mal zu den Ishrin. Unsere Priester und Magier-Bros. Und Schwestern. Da habe ich mir zwei markiert, weil ich die gar nicht so schlecht finde. Und zwar einmal, ich nehme jetzt einfach mal das von oben, das Dritch-Leech. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht hier komplett auseinandergenommen. Das macht, dass feindliche Casting, also Zauberwürfe, Bannwürfe und Dispel-Rolls, also um Endloszauber aufzuheben, von feindlichen Magiern innerhalb von 18 Zoll um den Träger um -1 gesenkt werden. Und das hat keinen Effekt auf Idoneus Deepkin-Einheiten. Das finde ich auch extrem gut, weil gerade eben auch Nurgle zum Beispiel, die ja wirklich hohe Zauber haben und da oft das keine Boni kriegen oder dergleichen, dass du das nochmal um einen schwerer machst, ist für die halt richtig Pain in the Ass, finde ich. Fand ich also overall eine gute Fähigkeit. Ne? Sehe schon, du bist nicht so begeistert. Doch, 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 doch. Okay. Ich mag es, den Gegner, also sich selber und zu buffen, beziehungsweise den Gegner einzuschränken. Den Gegner zu nerven. Hast du gesagt. Das habe ich gesagt, ja. Was hast du denn noch? Ich weiß ja, was du noch markiert hattest. Ja. Und ich würde tatsächlich das andere nehmen. Ist das so? Okay. Rune of the Surging Gloomtide, wo du halt einmal pro Schlacht nochmal einen Schiffswrack auftauchen lassen kannst. Klar, du musst das kaufen und besitzen und sowas. Das Geländestück. Im Endeffekt. Am Ende der ersten Bewegungsphase, ne? Ja. Genau. Und auch nur vollständig innerhalb von 12 Zoll und weiter als 3 Zoll von allen anderen Modellen entfernt. Aber dafür muss man jetzt wissen, was das Gelände selber bringt. Und der große Effekt ist halt, dass die Einheiten, die zu Fuß unterwegs sind, was ja im Endeffekt nur die Namati sind und ein paar Helden, Ja. dann aber ein 5er Ward kriegen. Ja. Und so kannst du deinen Bogenschützen zum Beispiel noch einen vorgelagerten Punkt geben, wo du einfach sagst, okay, hier bleibe ich nochmal und schieße nochmal. Und Ja. verteidige ihn halt. Ja. Oder nach der ersten Bewegungsphase kannst du halt auch damit quasi ein Schiff in der Nähe von einem Missionszielmarker setzen und dann sagen, hier, meine Leute, die den Missionszielmarker halten sollen, kriegen halt einfach permanent einen 5er Ward. Ja, stimmt schon. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass das Gloomtide Shipwreck wirklich groß ist. Ich habe das ja auch hier stehen. Es ist, glaube ich, nicht so einfach, dass, weil entweder muss man das ganze Schiff hier aufstellen oder beide Parts. Und das ist wirklich groß. Also ich weiß nicht, ob du die bei einem gut gefüllten Tisch, ich meine, in Age of Sigmar spielt man ja nicht ganz so viel Gelände wie in 40k, ob du die irgendwie passend da reinkriegst. Das war so das, was mich davon abgehalten hat. Aber wenn man es hinkriegt, dann ist das auf jeden Fall super, wie du schon sagtest.
Ja, also bisher waren die Platten nicht so voll, dass ich sage, es ging auf keinen Fall. Ja. Na, Gelände ist ja auch nicht ganz so entscheidend bei Age of Sigmar, ne, wie bei 40k. Das würde ich jetzt nicht ganz so sagen. Man kann aus dem Gelände viel rausholen. Wie gesagt, das Problem ist, die Platten, die ich bisher gesehen habe, sind halt immer mit relativ wenig Gelände. Was ich schade Ja. finde. Ja. Aber das muss halt jeder selber entscheiden. Ich spiele auch gerne mal mit mehr Gelände, aber ja. Auf jeden Fall, es ist eine gute Fähigkeit, wenn man das Ding hinkriegt. Also wenn man weiß, dass man das Shipwreck aufstellen kann, würde ich das wahrscheinlich auch noch nehmen, bevor ich hier das nächste hier, das Brain Barnacle nehme. Aber eben, wie gesagt, müsste man mal abschätzen können, ungefähr, wie es ist. Die Brain Barnacles sind auch einmal pro Schlacht zum Start der Heldenphase. Wählt man einen feindlichen Helden innerhalb von 12 Zoll und wirft 2W6. Wenn der Wurf gleich oder größer als die Distanz zwischen dem Träger und dem feindlichen Helden ist, dann zieht dieser eins von Treffer- und Wundwürfen ab für den Rest der Schlacht. Das fand ich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Weil gerade Helden wie Archeon, wie, was haben wir noch? Kragnos, ja, Soulblight Gravelords, der Typ auf dem Zombie-Drachen, die einfach zuschlagen wie so eine lebende Maschine. Wenn du die um einen schlechter treffenden Wunden lässt, ist das, glaube ich, schon relativ gut. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das macht auf jeden Fall was aus, wenn du das hinkriegst. Aber du musst das erstmal hinkriegen, weil du zündest diese Fähigkeit am Anfang deiner Heldenphase. Und wenn der Gegner nah genug, also auf 12, an 12 Zoll ran ist und dich nicht gecharged hat, hat er was falsch gemacht. Und du musst halt die Entfernung gleich oder überwürfeln. Das heißt, entweder steht er noch 12 Zoll weg und du kriegst es wahrscheinlich nicht hin mit dem Wurf. Oder er Ja. steht nur 3 Zoll dran, aber dann ist der Magier tot. Dann ist der Magier tot, ja. Also, es geht halt nur, wenn er irgendwie in der zweiten Reihe dran steht. Oder der Gegner halt einen Charge verkackt hat, zum Oder der Beispiel, ne? Gegner halt einen Charge verkackt hat. Ja. Also, das ist halt wieder dieser Punkt, du musst halt. Das ist hier diese Einschränkung, die du hast. Du kannst es wirklich nur gut nutzen, wenn der Gegner da dran ist. Heißt aber dann ist auch vollkommen egal, dann ist. Im schlimmsten Fall dein Held eh schon tot, bevor er die Fähigkeit nutzen kann. Ja, das Wenn stimmt, ich das ja. weiß, dass du dieses Artefakt hast, dann geht mein Charge so rein, dass ich den Held mit reinbinde. Ja. Oder er geht einfach an eine andere Stelle der Map, dann ist mir die Fähigkeit auch egal. Ja, stimmt, ja. Ja, deswegen, also die Brain Barnacles sind nett. Wäre für mich jetzt auf Platz 3, wenn man das Shipwreck platzieren kann. Ansonsten wäre das das zweite Artefakt, aber den Dredge Leech finde ich overall am besten, weil der ist, ich sage immer, das ist so eine sichere Bank irgendwie. Wenn man das mitnimmt auf dem Turnier zum Beispiel, die meisten Armeen können zaubern, dann hat man dagegen immer mal was dabei. Aber die anderen sind nett, kann man nehmen. Genau. Dann haben wir noch die Bestienfähigkeiten, die Mount Traits. Die sind aufgeteilt auf die Deepmares und die Leviathans, das heißt die Seepferdchen und die Riesenschildkröte. Und da waren so ein paar dabei, die mir sehr gut gefallen haben, muss ich sagen. Was hat dir denn davon ganz gut gefallen? Dadurch, dass ich jemand bin, der mit wenig oder geringen Ren spielt und dann das als am nervigsten empfinden würde, wäre das Ancient für die Schildkröten. Ja. Die macht halt einfach mal Rend minus 1 Sachen auf kein Rend. Und dann steht das Vieh weiter mit seinem Zweier Rüster, solange es noch Lebenspunkte hat. Und du kriegst es dann halt einfach auch nicht tot. Ja. Ich habe das so ein bisschen belächelt beim ersten Mal tatsächlich. Habe dann jetzt letztens mit den Deepkin gegen Nurgle gespielt. Und ich, weil Nurgle hat ja auch super wenig Durchschlag auf den meisten Einheiten. Und man glaubt nicht, was diese Schildkröte an Schaden tanken kann, wenn die da vorne drin steht. Und deswegen habe ich das gleich ausgewählt jetzt. Habe ich mir nämlich auch markiert. Und das ist wirklich eine richtig gute Fähigkeit. Ja, natürlich, das ist halt wie die Thermis bei 40k. Klar, wenn genug Masse kommt, dann kommen irgendwann die Einser-Würfe. Ja.
Das ist dann halt so. Aber so lange steht das Teil da halt auch. Und Richtig, ja. frisst halt, keine Ahnung, im besten Fall irgendwie 15 Schaden, bevor sie überhaupt im Profil so weit droppt, dass sie noch einen Dreier-Safe hat. Richtig, genau, ja. Guck mal, du brauchst. Das Teil braucht 9 Schaden, bevor es im Rüstungswurf schlechter wird. Ja, und so viel musst du überhaupt erstmal an Schaden anrichten. Zumal das Vieh ja auch selber richtig, richtig hart zurückschlägt. Ja. Und schießt inzwischen. Genau. Ja, aufgreifend dazu würde ich dann den Reverberating Carapace nehmen. Das ist auch für den Leviathan. Und das erhöht die Reichweite der Void Drum Fähigkeit von 12 auf 15 Zoll. Die Void Drum macht das, ich glaube, Namati-Einheiten nur noch. Ne? Das war mal Aldones Deepkin, aber ich glaube, das haben sie jetzt auf Namati Also, kommt drauf an. runtergesetzt. Moment, ich muss sie gerade nochmal aufmachen. Hier ist sie. Void Drum, genau. Beides. Nee, tatsächlich alle Aldones Deepkin-Einheiten. Von 8 oder weniger Lebenspunkten sich vollständig innerhalb von 12 Zoll um einen Leviathan befinden. Die bekommen plus 1 auf den Save und sie bekommen plus 1 zum Treffen für Namati-Einheiten, die eine Einheit vollständig innerhalb von 12 Zoll um die Void Drum anwählen. Und das ist halt geil, weil die Schildkröte lässt du immer bei deinen Truppeneinheiten, dass sie die da unterstützen kann. Und dadurch, also 8 Lebenspunkte haben wirklich sehr, sehr wenige Modelle von den Deepkin. Und von daher plus 1 auf den Safe und plus 1 zum Treffen im Nahkampf oder eben auch im Fernkampf, wenn du auf kurze Distanz schießt, ist super. Und wenn du das auf 15 Zoll erhöhen kannst, umso besser. Ja, 8 Lebenspunkte sind doch nur die Haie und die Schildkröte selber, oder nicht? Genau, ja. Also in 1, 2 Helden noch, das war's auch schon. Genau, und die Haie, die sind auch so schon stark genug. Da ist es eigentlich nicht ganz so entscheidend. Dann hast du halt auch wieder genau das mit dem, ich muss das nächste Ziel angreifen, dass die Schildkröte schwimmt halt vor. Genau, ja. Im besten Fall, und dann zieht ihr das ganze Feuer, wenn geschossen wird, verteilt gleichzeitig noch einen verbesserten Rüster auf den Rest im Nahkampf. Und wenn die wirklich mal Schaden, zu viel Schaden kriegen soll, dann lässt es jetzt einfach ein Stück zurückfallen und lässt mal kurzzeitig was anderes denken. Richtig, ja. Also, wie gesagt, die Schildkröten, da gehen wir sowieso auch gleich nochmal aufs Profil ein, dann ist für mich ein absoluter Star aus dem Buch. Die ist wirklich richtig, richtig stark geworden. Hat ihr denn noch irgendwas, oder würdest du den Denizen of the Darkest Depths mitnehmen, oder sagst du, nee, die anderen beiden sind besser? Die Knights of the Darkest Depths ist halt, also da sieht man halt eins von Verwundungswürfen ab, von Waffen, die nur eine Damage-Charakteristik und von 1 haben. Aber auch Ohne nur für Fernkampf. Melee-Weapons. Ja. Ich habe jetzt im Turnier gemerkt, wie sehr das den Gegner nerven kann, wenn man eins von Verwundungswürfen abzieht. Ja. Aber das Problem ist, mir fällt keine Truppe ein, die nur eine Damage-Charakteristik von 1 hat, die freiwillig in die Schildkröte gehen würde. Richtig, ja. Also, wo man sagen würde, dann nutzt man das dann, weil, wenn ich mir den Kampf aussuche, dann ist mir auch egal, ob der Gegner normal verwundet oder nicht. Richtig. Ja, ich hatte bei dem Ding drüber nachgedacht, wenn man gegen Stormcast spielt vielleicht, aber auch bei Stormcast, entweder wenn die reingehen, dann machen sie mir sowieso zu wenig Schaden, weil Stormcast hatten wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal auch schon drüber gesprochen, die haben A wenig Attacken und B machen in der Regel nur einen Schaden. Und wenn ich dann zurückschlage oder wenn ich zuerst reingehe, dann sind die in der Regel tot, weil die macht 4 Schaden pro Schlag mit der Flosse. Und hat einen Durchschlag von minus 2. Das heißt, die Stormcast werden relativ sicher umkippen, so ein Fünfer-Trupp. Von daher, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist tatsächlich. Ich finde die anderen besser. Ja, auf jeden Ja. Fall. Hast du noch irgendwas für das Deepmeer? Ich habe mir eins markiert hier, was okay ist, aber wenn ich einen Mount Dann Trade verteilen würde, immer auf die Schildkröte. erwähnen es. Wie bitte? Ne, dann erwähne es. Aber was heißt denn, du hast ja sowieso beides. Wenn du ein Deepmeer drin hast, du darfst immer einen Deepmeer und einen Leviathan machen. Ah, das sehe ich jetzt erst, das stimmt.
Ah ja, okay, ne gut, dann habe ich die Void Chill Darkness für den Deepmare. Das ist, also den Deepmare hat ausschließlich der Achillean King oder, achso, aber der kriegt das ja nicht. Voltonus, das Charaktermodell. Und das macht, dass Feinde eins von Trefferwürfen für Attacken abziehen müssen, wenn sie sich innerhalb von 3 Zoll um diese Einheit befinden, also letzten Endes im Nahkampf. Kann gar nicht so schlecht sein. Also es gibt auch viele Einheiten, die auf die 4 treffen, wenn die irgendwelche großen Waffen haben, zum Beispiel, starke Waffen. Wenn die dann nur auf die 5 treffen im Nahkampf, ist das schon ganz nett. Und dieses 4 ist auch ein ganz passabler Kämpfer, muss ich sagen. Ja. Aber der Rest ist meiner Meinung nach nicht nennenswert. Würde ich dir zustimmen. Juti, dann kommen wir zur Spell-Lore. Das ist, glaube ich, die enttäuschendste Spell-Lore aller Zeiten, weil es sind nur 4 Zauber. Die aber zugegeben alle recht gut sind. Welcher hat dir denn da am besten gefallen? In Anbetracht der Tatsache, dass ich als Diebkin mir die Kämpfe aussuchen möchte und ich mir entscheiden möchte, wo ich reingehe, weil meine Einheiten sind sehr teuer, können super austeilen, aber ich müsste mir die Ziele, zumindest war es im letzten Battleturm so und so würde ich es jetzt auch sehen, am besten die Ziele selber aussuchen. Wäre ich beim Counter Current. Ja. Hat einen Zauberwert von 6, 8 zur Reichweite und man wählt eine feindliche Einheit. Und bis zum Beginn meiner nächsten Heldenphase halbieren die Run- und Charge-Rolls. Finde ich ziemlich cool, wenn man dann sagt, okay, ja, du machst jetzt im besten Fall, entweder kommst du sehr, sehr nah dran und dann bewege ich mich vielleicht nochmal mit einer Repositionierung weg. Und dann kommst du nicht mehr ran, weil es einfach nicht mehr möglich ist, weil du musst auf 3 zur weg. Ich muss also nur eine 3 würfeln zum Wegziehen und du kannst mich nicht mehr erreichen. Ja. Also 4 würfeln, Entschuldigung. Und dann suche ich mir den Kampf halt aus. Das finde ich Genau, ziemlich ja. gut. Habe ich mir auch, also finde ich auch sehr gut. Ich habe da auch drüber nachgedacht, eben auch langsame Armeen, Stormcast, Nurgle, Untote teilweise. Oder Orks, hier Iron Jaws. Iron Jaws sind auch richtig gekniffen damit, weil die nur 4 Zoll Bewegung haben. Damit kannst du wirklich gerade auch so Hard-Hitting-Einheiten, die irgendwelche Boni kriegen, wenn sie selber chargen zum Beispiel, kannst du damit halt sehr gut aushebeln. Und ich mag solche Utility-Fähigkeiten, die Bewegung halt betreffen. Die finde ich immer sehr, sehr nützlich. Und deswegen Countercurrent wäre auch absolut meine erste Wahl immer. Ja. Dann die Steed of Tides, das kennen wir. Der geneigte Ork-Spieler unter uns kennt diese Fähigkeit und liebt diese Fähigkeit. Und zwar haben wir mit den Deepkin quasi einen Da Jump. Das hat einen Casting Value von 5 und eine Reichweite von 6. Und man wählt einen befreundeten Helden, der kein Monster ist und sich innerhalb der Sichtweite und in der Sichtlinie, ich meine, in der Reichweite und in der Sichtlinie befindet. Und dann darf man den vom Schlachtfeld entfernen und 9 Zoll entfernt vom Gegner wieder aufstellen. Hat für mich zwei Vorteile. Zum einen kann man damit gute Kampfunterstützung liefern, weil, ne, was weiß ich, auf der einen Seite ist mein kleiner Buff-Charakter gefallen. Ich habe jetzt hier meinen Dude mit seinem Seepferdchen noch oder den Anglerfisch zum Beispiel. Also der Soul Render, glaube ich, heißt der. Und damit kann man dann halt entweder die Kampfunterstützung liefern oder im Verlauf des Spieles, wenn man sieht, okay, der Gegner hat jetzt da hinten den Missionszielmarker verlassen und hat sowieso irgendwie anderes zu tun, als sich um diesen Missionszielmarker zu kümmern. Ich schieße einfach mal einen meiner kleinen Helden da auf diesen Punkt. Und dann hält man halt diesen Missionszielmarker zum Beispiel. Und auch das ist wieder so ein Ding für mich, ne? Verbesserte Mobility ist immer gut. Auf jeden Fall. Also, Mobilität ist definitiv ein sehr wichtiger Punkt. Also, entweder hast du Masse oder Mobilität. Genau. Meiner Meinung nach. Und auch jetzt die Iron Jaws, die du gesagt hast, die haben ja durch ihre mächtige Zerstörerfähigkeit die Mobilität im Endeffekt. Ja. Hast du nur eins von den anderen? Da fand ich halt nochmal, weil wir es hatten, The Pleasure of the Deep. Ja. Ganz interessant, da wählst du halt ein Modell innerhalb von 12 Zoll als Ziel, hat ein Casting Value von 7 und dann würfelst du mit 2W6 und wenn du den, nein, ein Würfel,
Ein Jahr. Ein Würfel. Und wenn du halt die Wunde-Charakteristik überwürfelst, das Modell halt Slain, dann kannst du halt, aber weil es halt sich auf ein Modell bezieht, kannst du dann zum Beispiel Einheiten-Champions auch rausnehmen oder so. Ja, Oder richtig. Bannerträger oder was dir da meist auf den Keks geht. Bei Darf Helden ist es ich denn schwierig. das? Ja, doch, pick a model. Ja, Das heißt, du ich darf wählst das wirklich sagen, Modell. okay, in deiner Einheit nehme ich jetzt hier Genau. den Bannerträger, bei den Dämonen zum Beispiel, der ja auch Dämonen zurückholt und Genau. bumm, tot. Und sagst dann, der Bannerträger, wenn du dann drüber würfelst, ist halt tot. Der hat ja nur einen Lebenspunkt. Das heißt, in der Regel Hast ist er kaputt. du eine Sechstel Chance zu verkacken, ansonsten ist das Modell tot. Okay, so habe ich das gar nicht gesehen. Dann macht das den Zauber natürlich noch besser. Der einzige Nachteil ist halt, du musst halt auf 12 Zoll ran mit der Magier. Ja, gut, klar. Oder du spielst mit dem Magier noch das Spellportal, das kannst du auch machen. Stimmt. Ja, stimmt. Der Endloszauber. Ja, finde ich gut. Okay, dann kommen wir mal zu unseren Enklaven. Und da gibt es auch einige, die diesmal spielbar sind, was mich sehr gefreut hat. Also nicht wie bei den Zwergen, wo man gesagt hat, kann ich nicht irgendwas selber zusammenbauen? Oder bei den Orks, wo eigentlich auch immer nur eine gut war. Hier haben wir tatsächlich ein paar, die gut sind. Und ja, ich würde einfach mal anfangen mit, oh, ich kann auch mal ein bisschen durch die Gegend springen hier, nämlich meiner letzten Lieblingseinheit oder meinem letzten Lieblingsclan, nämlich Domhain. Das bufft vor allem Namati-Einheiten, also die normale Battleline. Und oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig mache, weil es ein langer Text. Wenn ich den ersten Zug habe in der aktuellen Schlachtrunde, dann darf ich in der Combat Phase, nachdem eine Domhain-Namati-Einheit gekämpft hat, also die Namati-Thralls, wohlgemerkt das erste Mal gekämpft hat, gucken, ob es noch feindliche Einheiten innerhalb von 3 Zoll um diese Einheit gibt. Ist das nicht so, dann darf ich einen Charge machen in eine andere Einheit innerhalb von 12 Zoll. Und wenn ich diesen Charge schaffe, dann darf ich, also ich muss innerhalb von einem halben Zoll ankommen, dann darf ich ein zweites Mal mit dieser Einheit kämpfen. Wenn ich den zweiten Zug habe und nicht anfange, dann darf ich mit Domhain Heroes einen Redeploy-Command bis zu dreimal sprechen in derselben Phase. Und das Wichtige ist, dass diese drei Redeploys kosten mich am Ende nur einen Command Point und nicht drei. Für mich, der sehr, sehr viel Namati-Einheiten spielt und gerne Namati-Einheiten spielt, finde ich das eine richtig coole Fähigkeit, weil die Namati-Thralls ja auch mit dem neuen Buch jetzt einen massiven Boost gekriegt haben. Da kann das schon ganz schön eklig sein, wenn die in zwei Einheiten reingehen dürfen. Ja, definitiv. Also, dieses Weiterlaufen ist halt ziemlich cool. Als auch die Möglichkeit einfach zu redeployen, wo wir dann wieder bei der Mobilität wären. Ich Genau. suche mir meine Kämpfe und wenn ich dann einfach sagen kann, okay, ja, mein Gegner ist auf mich zugekommen und die drei Einheiten ziehen sie jetzt einfach mal zurück oder gehen nach vorne oder was weiß ich. Ja. Bringt dir halt genug Möglichkeiten, da was zu machen. Deine Bogenschützen laufen weg. Keine Ahnung. Ja, genau, ja. Der Redeploy war immer wie weit? D6, ne? W6er. Ja, genau. Das war Domhain. Wie gesagt, früher, also im letzten Battleturm war Domhain ja alternativlos. Da wurde, glaube ich, gar nichts anderes mehr gespielt, weil alle anderen einfach Müll waren. Jetzt haben wir halt viele, die ganz gut sind. Und deswegen einfach mal die Frage, welcher hat dir denn noch gut gefallen? Der, wo wir jetzt bei der Namati sind, im Endeffekt, wäre ich bei Morfahn. Morphan, Um halt einfach, also das Problem ist, die ganzen Fähigkeiten, die ganzen Clans beziehen sich immer auf irgendwelche Fähigkeiten oder Einheitentypen. Wenn man die jetzt nicht so gut kennt, ist es ein bisschen schwierig, die zu verstehen. Ja. Und da sagt das einfach, die Lurelight-Fähigkeit vom Soul Render, also das Wiederherstellen von Namati-Modellen, Genau. Wird halt verbessert. Das kann man halt normalerweise 3 wiederherstellen, W3.
Modelle und da würde man halt mal drei mehr kriegen. Die Also im man. Durchschnitt kriegt man halt 5 Narmati-Modelle wieder. Ja, und wenn man halt darauf spielt, wenn man halt auch gerne mit Namate spielt oder halt auch, keine Ahnung, was ich halt gesagt hatte, man hat halt das Schiff irgendwo in der Nähe von einem Missionsmarker stehen und haben dann da ein Wort, dann tanken die auch einiges weg. Dann kann der Gegner da welche raushauen, du sagst immer ja und wir schmeißen immer weiter nach, immer weiter nach. Finde ich von der Grundart her vom Spiel auch sehr stylisch, dass die dann quasi immer weiter aus dem Schiff wieder rausrutschen, drücken oder so. Ja, das stimmt, ja. Man muss dazu sagen, dass der Soul Render, wie gesagt, auch gar nicht so schlecht ist. Das heißt, es ist auch so ein Charaktermodell, wo man häufig sagen kann: Ach, weißt du was, den nehme ich mit. Und ja, bin ich auch bei dir, ist auch nicht schlecht, ja. Dann habe ich noch Brium da. Brium da hat eine Deployment-Fähigkeit, und zwar, wenn man eine Soulscryer, das ist wieder der Anglerfisch, Einheit aufbaut und den Finder of Ways benutzt, dann darf man bis zu drei freundliche Einheiten nehmen, die dann mit ihm redeployed werden, quasi, statt zwei. Und wenn man eine Einheit hat, die da eben beitritt, dann darf man oder muss man diese Einheiten vollständig innerhalb von 12 Zoll auf um ihn aufstellen, statt also nee, und vollständig innerhalb von 9 Zoll entfernt vom Gegner. Ne, Moment. Außerhalb von 9 Zoll vom Gegner. So ist richtig. Ja. Innerhalb von, mein Gott, dann würde ich das immer spielen, aber nein. Ja. Muss innerhalb davon sein. Genau. Hast du noch eins? Eins, was ich mir bildlich gern vorstellen würde, aber spieltechnisch und punktetechnisch wahrscheinlich eher schwierig ist, wäre Nautilar Ja. mit mehreren Schildkröten. Oh ja. Wobei es ja auch ist, dass man, also Nautilar sagt, man kann als Monstrous Rampage-Aktion kann man sagen, ich nutze die von mir aus interne und dann wird halt die Rend-Charakteristik der Flossen auf -3 gesetzt bis zum Ende der Kampfphase. Genau. Statt -2 eben, ne? Gibt ja halt nochmal so ein bisschen die Möglichkeit, wenn man mit mehreren Schildkröten ist, weil man darf ja jede Monstrous Rampage-Fähigkeit nur einmal nutzen. Ja. Und wenn man dann mehrere hat, dann hat man noch irgendwas, wo man sagt, okay, das nutze ich nochmal. Weil mehr als einmal stompen brauche ich nicht. Darf ich nicht. Genau. Und dann habe ich noch einen anderen Punkt, wo ich dann irgendwo durchkomme weiter, um mal etwas Genau, mit ja. zwei Rüster oder so besser kaputt zu kriegen. Ja. Ja, ist halt, wie du schon sagst. Also, ich fand die auch cool, die Fähigkeit, aber habe auch schon gedacht, boah, spielt man denn zwei oder drei davon? Weil die kostet halt glatt 500 Punkte, ne? Das ist schon nicht billig. Ja. Ja, ich hätte sonst noch Iron Wrath, ganz kurz. Die haben auch eine Heroic-Action bekommen, und zwar für einen Akilien-Held. Und dann darf er eine befreundete Ironwrack-Akilien-Einheit, das sind die vor allem die Aale und die Haie, vollständig innerhalb von 12 Zoll auswählen. Und bis zum Ende der Phase dürfen die entweder die Flood-Tide, also das Rennen und Chargen plus 1, oder die Ebb-Tide, das heißt rausziehen und schießen oder chargen, bekommen. Zusätzlich zu der aktuellen Tide of Death. Also wenn man das in Runde 3 zum Beispiel macht, dann bekommt man zusätzlich noch zum Fight First das Rausziehen und Chargen zum Beispiel. Was sehr, sehr cool ist. Ja. Dann haben wir also sowieso eigentlich nur noch Fuerthan. Aber die fand ich doof, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Okay. Dann kommen wir zu dem, was spannend ist. Und das fand ich sogar super spannend, weil hier sind Strategies dabei. Sowohl bei den Grand Strategies als auch bei den Battle Tactics, wo ich sagen würde, ganz ehrlich, da würde ich sogar manchmal welche von nehmen. Okay, dann hau raus. Bitte? Dann hau raus. Ja, bei der Grand Strategy, die nennen sich Methods of the Soul Harvest, habe ich mir eine aufgeschrieben und eine, wo ich dir eine Frage stellen muss, weil die habe ich nicht verstanden. Einmal habe ich den Achillean Pursuit. Das macht, wenn die Schlacht endet, dann scored man diese Grand Strategy, wenn drei oder mehr befreundete Achillean-Einheiten vollständig im Territorium des Gegners sind. Mag man erstmal sagen, weiß ich nicht, aber man spielt fast immer Achillean-Einheiten. Also die Schildkröte,
die Aale, die Haie, die Typen auf dem Seepferdchen. Jetzt muss ich schon überlegen, es gibt noch mehr auf jeden Fall. Das sind alles Einheiten, die das scoren können. Und die Einheiten sind alle entweder sehr robust oder unfassbar schnell oder beides. Von daher ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass man das schafft. Bei Territorium heißt ja immer die Spielhälfte des Gegners, nicht wahr? Nee, 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 nicht immer. Es gibt viele Missionen, wo es auch ein Niemandsland gibt. Ah, ja, gut, aber in der Regel kommst du da auf jeden Fall rüber mit der Ja, das auf Geschwindigkeit, die jeden du hast. Fall, aber das heißt halt auch, du bist dann, wenn du das erfüllen willst, und du musst das ja auch, deine Grand Strategy musst du deinem Gegner ja von vornherein sagen, Ja. kann der Mann halt auch versuchen, das zu umgehen, weil entweder blocke ich dich, oder ich weiß halt, okay, zum Ende des Spiels möchte er da hinten sein. Ja. Das heißt, ich kann, das, kann die Schlacht vielleicht auch weiter nach vorne verlagern, woanders hin verlagern, im besten Fall, wenn ich schnell genug bin als Gegner. Und das ist halt wieder so eine Sache, das ist cool, das ist bestimmt auch machbar. Gerade weil du gesagt hast, die ganzen Aale, die Haie, also alles, was irgendwie reitet, sind Aquilians. Ja. Aber das zieht dieses Spiel halt auch dahin. So ein Ja, auf jeden bisschen Fall, ja. in den Bereich. Also von dem Item-Spieler. Ja. Zum Beispiel wäre mir das jetzt total egal, wenn ich jetzt meine Soulblade Monsterliste spiele, weil da trage ich den Kampf zu dir. Da kämpfe ich in deinem Territorium. Und dann entweder gehst du zum Ende weg von mir und löst dich dann von mir und Ja. machst im Endeffekt eine Runde nichts mehr. Oder du spielst ja damit, dass es nicht funktioniert. Ja. Ja gut, aber du kannst es ja anpassen. Also gegen Soulblade Gravelords zum Beispiel, weil ich ja jetzt inzwischen auch durch dich weiß, dass die unfassbar Druck nach vorne machen, würde ich es wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber es ist zumindest, also Nurgle wieder, ne? So eine langsame Armee, Genau. Stormcast Eternal, da finde ich das super. Aber ich sehe es halt immer von dem Punkt, diese Matchplay-Regel muss ich halt, im besten Fall muss ich die wählen, die zu meiner Armee passen, meiner Spielart passen, aber nicht auf eine Armee als Counterpart gesetzt. Wenn ich das Nee, dann, wenn schon ich das natürlich okay. als Counter-Strategy nehme, wunderbar, geht das definitiv klar. Ja. Aber Ja, ich gut. Aber in diesem Fall ist es ja, du hast Aquilien-Einheiten ja sowieso immer in Massen mit. Also von daher finde ich, ist es schon okay. Und wie gesagt, wenn du dann, was weiß ich, im Turnier dann, wenn du Glück hast, wenn du auf Nurgle stößt, die sind ja momentan noch sehr beliebt, zum Beispiel, oder auf, ja gut, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Furitan-Armee spiele oder ein Aquilian King spiele, Ja. dann sind die Aale zum Beispiel Battleline. Dann wäre es auch viel einfacher für mich zu sagen, eine Battleline-Einheit, eine einzige Battleline-Einheit muss überleben. Ja, okay. Ja. Weil das ist halt das Absurde. Hier ist es begrenzt, es müssen drei oder mehr sein. Bei den anderen, bei den grundsätzlichen ist es so, eine Battleline muss überleben. Irgendein Monster muss überleben. Irgendein Held muss überleben. Und Ja, dann kann ich stimmt. damit weg, gerade mit den Diebkindern, dann laufe ich mit dem halt notfalls weg. Der Gegner kommt doch nie hinterher. Wenn ich mit einer Sack eine Battleline, dann laufe ich mit den Aalen weg. Der Gegner hat doch keine Chance hinterherzukommen. Ja, das stimmt, ja. Und das finde ich halt so traurig, dass das immer, ich muss tatsächlich sagen, bei allen fand ich grundsätzlich, ich finde die cool, wenn man geschichtlich spielen will, wenn man thematisch spielen will, finde ich die absolut geil. Wenn ich allein stumpf auf Sieg gehen will, sind meiner Meinung nach die grundsätzlichen immer besser. Auch hier noch. Ja, wobei ich die jetzt aber, muss ich sagen, nicht so scheiße finde wie die anderen bisher. Gebe ich dir recht. Ja. So, und bei welcher hast du Frage? Bei dem Namati Assault. Zwei oder mehr freundliche Namati-Einheiten innerhalb von drei. Heißt das, die müssen im Nahkampf sein? Genau. Oder die müssen theoretisch auf der Distanz sein, dass sie einpeilen könnten? Das eine beansprucht das gleiche, das andere. Sobald du innerhalb von 3 Zoll bist, bist du im Nahkampf gebunden. Okay. Und es ist halt auch die Sache, was mir halt aufgefallen ist, wenn gemessen wird. Das hatte ich auf dem Turnier jetzt als Beispiel. Hat einer diesen Maßstab, den es halt gibt, vom GW auch, zwischengehalten, um diese 1 Zoll Abstand zu halten. Ja. Ist eigentlich falsch, weil eigentlich müsste man zwei Maßstäbe haben, weil die eine Regel besagt, außerhalb von 1 Zoll, wenn ich Abstand zu Gelände halten muss, das geheimnisvoll ist, und die Ja. andere sagt, innerhalb von 1 Zoll. Und diese 1 Zoll kann nicht beides sein. Ja. Dieser Maßstab.
Und es ist tatsächlich hier so, innerhalb von 3 Zoll heißt halt einfach auch pauschal, du musst quasi noch einen Tuck weiter als diese Battle God sein. Also im Nahkampf gebunden. Ja. Das wäre die eine Variante, und ansonsten kannst du noch scoren, wenn allgemein, gut, ist unwahrscheinlich, wenn die einzige Battle Line, die noch auf dem Feld ist, Friendly Namate Units sind. Ja, nee, das ist unwahrscheinlich, weil die dafür einfach nicht stabil genug sind. Ja, vor allem heißt es dann auch wieder, ich darf dann also keinen Achillean King als General haben und noch Aale. Selbst das würde das ja wieder aushebeln. Stimmt. Oder ich und es bedeutet, ich muss die komplette Battleline auch vom Gegner getötet haben. Na, beides, ne? Also im Idealfall hast du deine alle in den Fleischwolf gejagt. Und du hast die Battleline des Gegners ausgeschaltet. Ja, also, sobald noch eine Battleline vom Gegner lebt, habe ich da verkackt. Weil es sind noch. Da wird nirgendwo gesprochen von Einheiten, die von dir noch leben. Von allgemein nur von Battleline. Ja, stimmt. Ja. Und das ist die Sache, ja, das kann man wählen, thematisch ist cool, aber der Gegner kann, wenn er dann sagt, eine Battleline, okay, ich habe hier Nörglinge, die kosten mich irgendwie 80 Punkte oder sowas, die stehen ganz am Ecke am Arsch der Welt, Ja. schickt doch Truppen hin und töte sie, dann machen sie sonst nichts, deinen Truppen. Richtig. Ja, was ist denn das für ein Müll? Okay, jetzt habe ich es verstanden. Was für ein Käse. Okay, ja, nee, die würde ich auf gar keinen Fall nehmen. Genauso wie Dominion of the Deep, Ja. of the Deep Ones, heißt, das einzige Monster, das am Ende noch auf dem Feld sein darf, sind freundliche Leavedons. Also, wenn ich das weiß, dann heißt es für mich, wenn ich ein Monster habe, gegen meine Soul Battle List jetzt zum Beispiel verloren, da waren 4 Monster drin und du kriegst nicht alle Ja. 4 tot. Ja. Gibt es denn Armeen, die wirklich gar keine Monster haben? Nee, ne? Gar keine, glaube ich nicht. Ich glaube, selbst auch Nighthound haben die Kutschschilds hier das Monster. Flash-Eater-Cords? Flesh Eater Cords haben Terrorgeist. Ja. Charon, glaube ich, haben keine Monster. Stimmt, das sind Vehikel, ne? Ja. Die Fregatten. Ja, die haben keine Monster. Das sind War Machines. Die zielen zwar als Behemoth, aber keine Monster. Ja, aber jetzt das darauf anlegen. Ja, Also ich sag genau. mal, die Charadrons haben aber auch genug Feuerkraft, um deine Schildkröten halt zu erschießen einfach. Genau. Also, nee. Ja. Kommen wir mal zu den Battle Tactics. Gerade nicht, den Nighthound. Jetzt muss ich kurz gucken, ob die Kutsche Monster war. Ich habe die war auch nur beim Behemoth, glaube ich, eingeordnet, aber ich weiß nicht, ob die als Monster zählt. Das weiß ich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Death Nighthound Malignant Totem Backcoach. Ist kein Monster. Ja, guck. Dann könnte man das theoretisch gegen Nighthorn spielen, aber auch die Nighthorn wird die Schildkröten früher oder später wahrscheinlich wegkriegen. Vor allem, wenn sie wissen, dass sie darauf das Feuer konzentrieren müssen. Ja, gehe ich halt auf tödliche Wunden, weißt du? Und Genau, deine eben. Wucht ist mir Wurst. Ja, genau. Nee. Ja, die Battle Tactics. Da haben wir 6 Stück. Und die sind okay. Gerade wenn man sich bestimmte Sachen davon auch gut vorbereiten kann. Ich wähle jetzt einfach mal irgendeins davon. Nehmen wir mal die Assassins of the High Tide zum Beispiel. Das erfüllt man, wenn 2 oder mehr feindliche Einheiten in diesem Zug durch Attacken von Adonis Deepkin-Einheiten vernichtet wurden, die die High Tide Ability haben. High Tide ist Runde 3, also wenn ich sowieso zuerst kämpfe, 2 Einheiten auslöschen, wird ja nicht gesagt, welche. Also letzten Endes, wenn ich eh weiß, okay, ich komme diese Runde definitiv in Nahkampf und werde auch 2 Einheiten rausnehmen, weil, wie gesagt, gerade die Schildkröte oder die Aale, die nehmen relativ safe eine Einheit raus, weil die halt wirklich richtig Schaden drücken, dann ist es eigentlich kein Thema. Also da kann man das gut nehmen. Zumal der Gegner es ja auch nicht richtig verhindern kann. Nee, ach, verhindern kannst du es nur bedingt. Du kannst ja mit deinem Command Points dagegen gehen. Aber auch du Ja. bist relativ sicher. Da habe ich jetzt eine kleine Anekdote und es tut mir leid, wenn ich das erwähne an Patrick. Ich habe jetzt neulich ein Spiel gehabt und da hat ein Bloodthirster es nicht geschafft, 4 Goblins zu töten. Ach du Scheiße.
Nur so am Rande. Und die hatten keine Netze zum Zeitpunkt. Ja, das denn, aber hat er nicht getroffen oder was? Er hat halt, also die Bleibschlösser treffen halt nur 4. Ja. Und da war halt eine Woche Kacke. Ja. Ach du Kacke, okay. Aber auch sowas kann halt passieren einfach. Das ist halt immer noch ein Würfelspiel, es kann passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass du es nicht schaffst, ja. Gerade ja, wenn du dir genau. die Kämpfe aussuchst. Ja, genau. Ja, ich was gefällt dir? Ich finde thematisch halt wieder sehr schön passend, ist das Deny Trespassers. Mhm. Wo man quasi ein seiner Shipwrecks wieder zurückerobern muss. Man wählt eine Einheit innerhalb von 12 Zoll von einem Shipwreck und man erledigt das, wenn die eine nicht mehr da ist. Genau. Hatten wir, ich glaube, Tend the Garden hieß das bei Nurgle. Da hatten wir das ja auch schon mit den Bäumen. Ist jetzt hier ein bisschen schwieriger tatsächlich, weil das Schiffswrack halt wesentlich größer ist. Ja, man wählt auch nicht eine Einheit, sondern man wählt einen Schiffswrack und man muss halt alle Einheiten innerhalb von 12 zu töten. Genau. Trotzdem, also da das Potenzial ist ein bisschen größer, dass hier mehr Einheiten drin sind als bei Nurgle. Aber theoretisch ist es machbar, also so ist es nicht. Dann würde ich nochmal hier das finde ich nämlich auch ganz cool, ob es so sinnvoll ist, lasse ich mal dahingestellt, aber das Predators of the Deep, da wählt man eine feindliche Einheit, in der Startarmee war und sich auf dem Schlachtfeld befindet, die noch 8 Lebenspunkte oder mehr hat und noch nichts verloren hat und man schließt dieses Ding halt ab, wenn man diese Einheit dann mit einer Achillean Allopex Einheit tötet, das sind die Haie. Zuerst habe ich so drüber nachgedacht, puh, nee. Aber die Haie sind tatsächlich sehr gut geworden. Sogar so gut, dass ich fast sagen würde, davon nimmt man sogar mehrere Einheiten mit. Und die haben inzwischen echt hohes Schadenspotenzial. Also gerade wenn man die einmal mit Netz, zweimal mit Harpunen baut, dann können die echt eklig werden. Und also gehen wir mal davon aus, dass die feindliche Einheit 8 Lebenspunkte hat oder 9, wie die meisten wichtigeren Modelle, sage ich mal, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass das Ding tot ist. Gerade weil man die Einheiten ja auch mit bis zu 3 Haien füllen kann. Da kann man schon fiese Sachen machen, sage ich mal. Und das ist, also wäre eine Option, wenn man nichts anderes weiß, tatsächlich. Ja. Es gibt halt einfach auch noch mehr Möglichkeiten, dass du halt nicht mehr auf diesen festgesetzten Sachen bist. Oft hat man ein Spiel gehabt, okay, genau. von den Sachen kann ich jetzt keine erfüllen. Das heißt, ich wähle irgendeinen, die ich sowieso nicht erfüllen kann. Ja, und ich muss Monster töten, obwohl der Gegner kein Monster hat. Weil ich halt irgendwas wählen muss und mir nicht noch die Option für andere verbauen will. Und so hast du halt einfach noch mehr Möglichkeiten, dann einfach vielleicht zu reagieren. Okay, ich kann nichts machen, dann nehme ich halt alles davon. Genau. Was ich jetzt noch spannend finde, ist, hier heißt es ja, man wählt eine Unit, die mehr als 8 Lebenspunkte hat. Reicht es auch, wenn die zum Beispiel 8 Modelle hat mit jeweils einem Lebenspunkt? Nein. Nee, ne? Die Bounty-Charakteristik ist wirklich nur das, was oben in dem Rädchen drin steht. Okay, ja. Gut. Weil sonst würde ja der Nachsatz und hat nicht eine Wunde zugeordnet bekommen, keinen Sinn ergeben. Ja. Okay. Ja. Hast du noch eins? Dann würde ich sagen, würden wir das noch machen. Ansonsten gehen wir nochmal in die Einheiten. Meiner Meinung nach geschenkt ist, wenn man noch genug Einheiten hat, das ist trapped on all in the undercurrents. Mhm. Das heißt, man muss halt einfach mit 3 befreundeten Einheiten sich zurückziehen und wieder chargen. Und wenn man dann halt in der App-Teil ist, wo man sich zurückziehen kann und dann wieder reinchargen kann, ist optimal. Ja. Das ist dann wirklich geschenkt, wenn man noch genug Einheiten hat. Also für Runde 4, das ist meiner Meinung nach für Runde 4 ziemlich gesetzt. Ja. Tatsächlich die erste Battle-Taktik, wo man sagen würde, die ist gesetzt einfach, ne? Wenn du nicht nur noch 2 Einheiten im Nahkampf hast, sondern ja, gut, klar. Dann ist die gesetzt, weil du hast ja keinen Nachteil davon. Ja. Richtig. Okay. Das waren die Battle Trades. Dann würden wir noch mal ein paar Einheiten durchgehen, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, sprechen wir mal über den Elefanten im Raum, nämlich die Schildkröte, oder? Den Elefanten im Raum, die Schildkröte. Ja, vom Mann hast du viel drüber gesprochen. Genau. Die kostet, das ist der Behemoth aus der Armee, die kostet 500 Punkte, das hat man schon erwähnt.
Die hat 16 Lebenspunkte, 10 Zoll Bewegung, einen Save zum Start von 2+ und einen Mutwert von 6. Das ist natürlich nicht so viel. Genau, und die hat wirklich eine Shitload an Waffen. Die hat die Razor Shell Harpoon Launchers obendrauf auf ihrem Hauderarm. Die haben 24 Zoll Reichweite, das sind 8 Schuss, Treffen auf die 3, Wunden auf die 3, einen Durchschlag, D3 Schaden. Was auch schon mal wirklich, ehrlich gesagt, ganz schön gut ist. Ja. Dann ist sie selber ausgerüstet mit den Twin Pronged Spear and Razor Shells. Das sind 6 Attacken auf die 343 minus 1 D3. Also auch die, das sind die großen Hakenspeere, die Dudes tragen. Auch nicht schlecht. Dann hat sie das Crushing Jaw, also das Maul. Das hat 2 Attacken, trifft auf die 2, wundet auf die 3, trifft auf die 2, wundet auf die 2, minus 2 Durchschlag und 3 Schaden fest. Und dann gibt es noch die Massive Sized Fins. Das sind 4 Attacken auf die 2, auf die 3, minus 1 und 4 Schaden fest zum Start. Das Modell fliegt. Und ja, degradet halt vor allem im Save, in den Attacken und im Trefferwurf von den eigenen Fähigkeiten. Hat noch eine Fähigkeit, die nennt sich Jaw of Death. Das heißt, für jeden unmodifizierten Trefferwurf von 6 mit dem Crushing Jaw und das Ziel eine Monstereinheit ist, bekommt die Einheit 6 Mortal Wounds anstatt 3. Wow. Wow. Also damit kann man Monster halt erheblich runterbrennen quasi. Void Drum haben wir schon drüber gesprochen, würde ich jetzt auslassen. Und wir haben den Crushing Charge. Wenn man einen Stomp als Monstrous Rampage macht mit dieser Einheit und eine feindliche Einheit hat, die eine Wundcharakteristik von 1 hat, dann bekommt die D6 auf einer 2+ statt D3 tödliche Wunden. Ist auch super, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Also das ist ein richtig böses Teil. Ja. Mit auch fast das beste Monster, glaube ich, was ich bisher gesehen habe. Ich meine, 500 Punkte sind ein Brett, das ist halt ein Viertel der Armee. Aber, ja. Ja, ich wüsste Schwierigkeiten, also ich hätte Schwierigkeiten, was gegen zu tun. Mit Nighthound hätte ich da weniger Interesse dran. Mit Nighthound kriege ich es tot, auf jeden Fall. Ja. Mit Flash Eaten auch. Relativ safe sogar. Aber das liegt einfach daran, weil das sind beides Armeen, die halt gegen den Moralwert gehen. Und dadurch, dass er einen Moralwert von 6 hat, kriege ich da relativ schnell relativ viele tödliche Wunden drauf. Ja, genau, ja. Aber ansonsten, bei Soulblight hätte ich ein Problem mit, weiß ich auf jeden Fall. Ja, und dann ist halt auch die Sache, wenn du es richtig positionierst, kriegt man es halt auch wiederum nicht tot, weil ein Modell vielleicht weiter vorne steht und beschossen werden muss. Genau, ja. Im Nahkampf wird es halt schwierig für mich. Ja. Ja, ist eine geile Einheit. Ich habe eine hier stehen, die ist nur noch nicht bemalt, das sollte ich mal tun. Aber das ist eine fantastische Einheit. Es macht so einen Spaß, das Ding zusammenzubauen, wirklich. Also es ist mal ein ganz anderer Bausatz. Und das Vieh ist wirklich riesig, wenn man das erstmal zusammengebaut hat. Das denkt man gar nicht. Mhm. Kann ich jedem Idoness-Spieler da draußen wirklich empfehlen. Ja, hast du eine Einheit, wo du sagst, also, die ist cool? Bei der Schildkröte ist halt nur eine Sache, die mich in Anführungsstrichen stört. Sie ist für ein Monster relativ langsam mit 10 Zoll. Ja, das stimmt. Aber das war sie früher auch schon tatsächlich. Na gut, es ist ja auch eine Schildkröte, macht ja auch Sinn. Ja. Aber das ist halt das einzige Manko, was sie halt meiner Meinung nach hat. Also wenn sie alles gut können würde, wäre auch irgendwie overpowered, das macht auch keinen Spaß, aber das ist halt quasi ihr Manko, dass sie mit 10 Zoll relativ langsam ist. Ja. Du kannst besser mit ihr planen. Ja, das stimmt. Ich wäre tatsächlich bei den Alopexen. Ja. Weil ich das Modell mag, weil ich Haie mag, unter anderem, also sind die Haie. Ja. Relativ teuer, kosten halt 165 Punkte pro Modell. Ja. Haben 8 Lebenspunkte, bewegen sich 14 Zoll weit, 4er Safe, auch 6er Bravery. Und haben mehrere Ausrüstungsmöglichkeiten. Entweder nimmt man den Harpoon Launcher oder den Netzwerfer mit rein.
Die Harpune ist ähnlich wie bei der Schildkröte, hat halt nur 4 Attacken auf 24 Zoll, auf die 3 minus 1 mit W3 Schaden. Oder der Netzwerfer hat nur eine Attacke auf die 3 ohne Rend, aber fest 3 Schaden. Und da denkt man sich erstmal, warum sollte ich den Netzwerfer nehmen? Hat einen ganz einfachen Sinn, wenn man einen Netzwerfer getroffen hat, nur getroffen hat, noch nicht mal verwundet hat, Ja. darf die Zieleinheit kein Pile-in-Move machen. Und das finde ich wiederum ziemlich cool, wenn man halt mit den Haien reinkommt. Man hat relativ wenig Modelle, weil man kann sie, glaube ich, maximal als Dreier-Trupp spielen. Ja. Das heißt, ich biete eine sehr geringe Angriffsfläche. Und ich kann quasi 3 Modelle an so einen kleinen Punkt setzen, weil die Base auch nicht so riesig zu sein scheint. Ja. Wobei, naja, es ist die große Kavallerie-Base, also schon nicht so Ja gut, klein, aber wenn ich aber. zum Beispiel einen Block von einer Infanterieeinheit habe, kann ich das so setzen, dass er, wenn er nicht reinpeilen darf, danach mit vielleicht 3 Modellen zurückschlagen darf. Ja, das stimmt, Das ja. heißt, ich suche mir den Kampf wieder aus, hau Schaden ohne Ende raus, weil im Nahkampf haben die 6 Attacken, auf die 3 ohne Rend mit einem Schaden und dann noch der Biss mit 3 Attacken pro Modell auf die 3 mit minus 2 und fest 2 Schaden. Finde ich richtig, richtig super. Ja. Ich gebe dem Gegner keine Angriffsfläche oder wenig Angriffsfläche im besten Fall. Auch viel Schaden raus, wenn der Gegner auch noch Wunden gekriegt hatte. Also, wir kriegen plus 1 auf ihre Attack-Characteristics vom Biss, wenn sie sich innerhalb von 6 Zoll von einem feindlichen Modell befinden, was schon Schaden bekommen hat. Oder innerhalb von 6 Zoll von einer Einheit befinden, die diese Runde ein Modell verloren hat. Das heißt, ich schieße drauf, töte ein Modell, gehe ran und habe dann einfach noch einen Attacke mehr mit dem Biss. Sind dann 12 Attacken, ne? Wenn alle drei noch leben. Mit all 3 noch Leben sind es 12 Attacken. Das ist echt super. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, oder was heißt sehr gut gefällt? Es fällt auf jeden Fall auf, dass sie hier wahrscheinlich die Playtester ein Wort mitgesprochen haben, denn es gab ja die Alupexe im vorletzten Mortal Realms Buch, glaube ich. Schon, und da hatten die Fähigkeit, wenn der Netzwerfer getroffen hat, dann wunden die Haie alle automatisch. Mit der gleichen Attackenanzahl. Und damit konntest du wirklich eine Schadenskombo drücken, die war jenseits von Gut und Böse. Das haben sie jetzt geändert, tatsächlich, beziehungsweise das gibt es nicht mehr. Und das war so für mich so ein: Ach, guck mal. Scheinbar haben die Playtester doch nochmal gesagt: Nee. Und also das, was sie jetzt gekriegt haben mit der einen Attacke, ist auch immer noch super stark, meiner Meinung nach, aber eben nicht mehr ganz so drüber. Und was sie gemacht haben, was ich sehr schön finde, ist, sie haben explizit für diese Einheit die Formationsregel geändert. Ja, Dass ist mir man halt, aufgefallen, wenn man 2 Modelle oder mehr spielt, dass man nur 3 Zoll hat und nicht nur 1 Zoll. ja. Weil 1 Zoll ist auch schwierig mit den Modellen. Die stehen in ihrer Base, schwimmen da oben drauf und allein von der physischen Möglichkeit kannst du die kaum auf 1 Zoll setzen. Ist so, ja. Die stehen einfach über die Base. Und da finde ich schön, dass das bei solchen dann Sachen, wenn es halt nur 3 Modelle sind, die Formationsregeln ein bisschen geändert haben. Ja, muss ich auch sagen. Ja, die Alupexe sind auch mit meine Lieblingseinheit. Die spiele ich auch jedes Mal tatsächlich. Vielleicht, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir sind schon bei 1,5 Stunden. Vielleicht noch mal ein letztes abschließendes Wort zu einer interessanten Einheit, die dazugekommen ist, weil die Adonis Diebken haben ja genau wie die Zwerge ein neues Modell bekommen. Und das ist der Akilian Thrallmaster. Das ist eine Einheit, für die speziell als Buffer für die Namatis zählt. Der kostet 110 Punkte, ist also auch relativ günstig, hat einen 6 Zoll Bewegung, 4er Safe, 7 Bravery, 5 Lebenspunkte. Ist mit esoterischen Waffen ausgerüstet. Damit hat er 5 Attacken, 3 plus 3 plus minus 1, 2, was auch schon mal gar nicht schlecht ist. Und er hat den Vicious Bite von seinem Zitteraal, den er dabei hat. Das sind 2 Attacken, 3, 4, 0 Durchschlag und 1 Schaden. Aber, und das ist das Wichtige, der verteilt die Achillean Fighting Stance. Zum Start der Kampfphase wählt man eine dieser Fighting Stances. Und die tritt dann für die benachbarten Namati-Einheiten in Kraft.
Entweder nimmt man den Way of the Depths. Damit darf man Trefferwürfe von 1 für Attacken im Nahkampf wiederholen, wenn sich eine befreundete Anamati-Einheit vollständig innerhalb von 12 von ihm befindet. Oder man nimmt den Way of the Riptide. Das heißt, jeder unmodifizierte Trefferwurf von 6 ist quasi Exploding Sixes. Trifft doppelt, wenn sie vollständig innerhalb von 12 Zoll sind. Oder man nimmt das dritte, das ist der Weg des Vortex, Way of the Vortex. Das heißt, man zieht 1 von Wundwürfen ab, die der Feind gegen befreundete Namati-Einheiten vollständig innerhalb von 12 Zoll um ihn richtet. Und Namati-Einheiten sind wirklich gut geworden inzwischen und deswegen ist der für mich eigentlich auch in fast jeder Liste gesetzt, weil der, diese Buffs sind halt sehr, 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 sehr stark tatsächlich. Ja, wenn man normalerweise jemanden spielt und das mag und die hat, definitiv. Du hast halt auch diese Möglichkeit, auf den Gegner zu reagieren. Und ich kann es nur nochmal sagen, meine Erfahrung vom letzten Turnier, dieses -1 auf Verwundungswürfe ist teilweise richtig, richtig, richtig böse. Ja. Ich habe das gemerkt, ich habe gegen einen Bone Reaper-Spieler gespielt und die ganze Infanterie hat halt nur noch auf die 5 verwundet. Boah, ja. Da konnte er Attacken raufschmeißen, wie er wollte. Da dachte ich mir, ja, mach mal deine 45 Attacken auf meine Leute. Im Endeffekt kamen irgendwie 3 Wunden rum. Ja. Ja. Deswegen, cooles Charaktermodell. Viel, 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 viel besser als das Charaktermodell, was die Zwerge gekriegt haben. Und nicht so teuer. 110 Punkte. Und nicht so teuer. Das kommt auch noch dazu. Richtig. Ja. Genau. Okay, achso, vielleicht sollten wir nochmal auf das Gloom. Ah, nee, das Gloomtide Shipwreck hattest du ja vorhin schon vorgestellt. Ja. Dann würde ich das mal weglassen. Ansonsten kann man noch hinzufügen, dass die beiden Aal-Einheiten, also einmal die Ishlin Guard und einmal die Morsar Guard, sich im Vergleich zum letzten Battletome gar nicht geändert haben. Was ich schon mal gut finde, weil die waren im letzten Battletome ja das Einzige, was nur gespielt wurde. Was sie jetzt aber gemacht haben, und das gefällt mir sehr gut, ist, sie haben halt die interne Balance angepasst. Das heißt, man hat jetzt Alternativen. Also eigentlich ist fast alles spielbar aus diesem Buch. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, alles, bis auf die Underworlds Warbands. Ja, die sind das aber ist auch, der richtige Weg. Die sind ja aber auch nur drin, damit man sie spielen kann, theoretisch. Richtig. Aber für mich ist das genau der richtige Weg, wie man es machen sollte. Ja. Alles spielbar machen. Ja, definitiv. Ich habe immer diese Listen, diese Spam-Listen gehasst, wo Leute gesagt haben, ja, nur das und das kann man spielen, du weißt ja selber, wie ich spiele. Wenn ja. Ich sowas gehört habe, habe ich grundsätzlich die anderen Sachen gespielt und damit, auch damit konnte man teilweise erfolgreich sein, weil gerade, weil man es nicht sieht, weiß der Gegner nicht, was er dagegen machen soll. Ja. Hat Florian mit seinen Orksets auch wieder bewiesen bei uns auf dem Turnier in Hannover. Kam er hat eine Ork-Liste mitgehabt, wo alle gesagt haben, was ist das denn? Und er ist Zweiter geworden. Ja, also ja. Wenn man seine Armee verstanden hat und weiß, was die Leute machen können und darauf ja. aufbaut, dann geht das auch. Dann kann man das mit jeder Einheit machen. Und Florian ist da auch ein sehr routinierter Spieler. Ja, definitiv. Ja, Idoness Deepkin, was ist so deine Meinung jetzt zum Abschluss noch über den Battleturm? Ja, wie vorher schon gesagt, ich finde es einen sehr schönen runden Battleturm. Man kann viel mitmachen, man kann gut reagieren auf den Gegner. Man merkt halt, wenn man sich die Einheiten anguckt, bis auf die Schildkröten natürlich, es sind so, ich muss mir die Kämpfe suchen. Ja. Ich möchte, wenn ich zum Beispiel die Haie spiele mit Vierer Safe, möchte ich nicht gecharged werden. Wenn es nicht gerade Runde 3 ist und ich sowieso zuerst zuschlage. Ja. Und darauf muss man halt aufbauen. Also es ist keine einfach nur stumpf reinlaufen und prügeln Armee, sondern man muss da halt mit Taktik rangehen. Das finde ich persönlich gut. Da braucht man aber das Spiel mehr, dass man halt die Armeen sich unterschiedlich spielen und nicht einfach nur stumpf, ich renne einfach drauf und mach alles kaputt. Ja. Das finde ich sehr schön. Und die Mobilität für das taktische Spiel hast du prinzipiell. Absolut, ja. Ist auch, glaube ich, wahrscheinlich mit der größte Pluspunkt, den diese Armee hat, dass sie halt einfach fast mit allen super schnell ist. Was wären so deiner Meinung nach gute Matchups dafür oder schlechte Matchups? Ich kann das nicht so richtig einschätzen tatsächlich, da hast du mehr Erfahrung. Gute Matchups. Ich würde sagen, so eine halbelitäre Armee dagegen wäre meiner Meinung nach ein ganz gutes Matchup, wo ich dann halt
mir die Kämpfe aussuchen kann. Ein schlechtes Matchup zum Beispiel, auch wenn die Teile viel Schaden rausrotzen, wenn ich eine Massenliste bei Soulblight spielen würde, würde ich sagen, dann rennen die da rein, ja, schlagen auch zuerst zu, aber im Endeffekt ist der Damage, der durchkommt, ist mir auch egal. Ja. Dann sterben halt Leute. Klar, kommt dann die Ebbe, wo sie halt sich zurückziehen können wieder und so. Aber im besten Fall habe ich bis dahin schon meine Hardhitter mit dran, die dann die Sachen erledigen. Ja. Weil definitiv, bis auf die Schildkröte, war, glaube ich, die bei den normalen Truppen Vierer-Safe das Beste. Genau, ja. In der Regel sogar nur 5, ja. So, und da hast du halt das Problem, wenn Leute zurückschlagen und eine Massenarmee schlägt halt einfach zurück. Ja. Du kriegst halt nicht so viele tot. Dann gibt das halt auch echt Schmerzen bei denen. Ja. Aber irgendwas, was halt, wie gesagt, so ein bisschen elitär ist, wo du halt dein Rent auch zum Tragen kommt, das ist ja ein ganz gutes Matchup. Ja. Mit Beschusslisten können sie durch ihre kann nur das nächste Ziel angreifen, Fähigkeit, gut auskontern. Also Beschusslisten dürften auch eine Schwierigkeit haben mit denen. Ja. Also es klappt gleich mal zu, denke ich. Ja. Mal gucken, wie es sich zeigen wird. Also wie gesagt, ich habe gegen Nurgle gespielt mit denen. Das hat hervorragend funktioniert, weil ich ihn teilweise habe auch einfach laufen lassen. Weil ich mit der Geschwindigkeit da halt einfach ausgekontert habe. Aber ja, wird sich zeigen. Ich freue mich darauf, die jetzt wieder vermehrt zu spielen, Idoneth Deepkin. Und ja, wir gucken mal, wie sie sich entwickeln werden. Als nächstes wird dann von uns der Podcast kommen zu den Nighthorns. Da freust du dich auf jeden Fall schon drauf. Da freue ich mich auf jeden Fall tierisch drauf. Ja, den wirst du dann auch wieder moderieren, nicht wahr? Auch wenn Darisch mich lässt. Ja, ich kann ja mal fragen, vielleicht mal kommt der Narkisch zu moderieren. Genau, das wäre super. Ja, und mal gucken, wann das sein wird. Wir haben die Sachen auf jeden Fall schon alle da. Ich habe auch schon angefangen, die durchzuarbeiten. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern. Und dann sind wir schon fast zeitaktuell, weil dann sind nur noch die Daughters über und dann sind wir endlich aktuell, nach einem halben Jahr. Naja, GW haut ja momentan auch raus. Ja, das stimmt. Jetzt fangen sie langsam an, mal mit Age of Sigmar ein bisschen mehr zu drücken. Das freut mich auch. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, bei Podcast-Edic, bei Google Podcast, bei wie heißen sie noch? Ne? Bei eurer Podcast-Anbieter Software-Applikation eurer Wahl. Und wenn ihr das auf YouTube gesehen habt, dann lasst uns auch gerne hier ein Abo da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr von uns nichts mehr verpassen wollt. Lasst uns einen Kommentar da, wie ihr zu den Seeelfen steht. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns nächstes Mal wieder. Vielen Dank, dass du wieder da warst, Avi. Ja, gerne, weißt du noch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sind mit den üblichen Worten raus. Tschö mit Ö, ciao mit V und bye mit Ei. Bis zum nächsten Mal.